Einen schönen guten Abend, guten Morgen, guten Nacht. Es gibt jetzt ein Spiel namens Trailmakers. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Es ist nämlich schon, ich glaube, es ist 5 Jahre alt. Wird aber immer noch sehr viel gezockt. Mittlerweile gibt es, glaube ich, 60.000 Bots und DLCs und so weiter. Wir haben 1.000 Sachen installiert. Wir, weil ich das Ganze mit meinem Freund und Kupferstecher Nils Bohmhoff jetzt zusammenspielen werde. Es ist ein Sandbox-Spiel, bei dem man grob gesagt Sachen bauen kann mit echter Physik, also Fahrzeuge vor allem oder Flugzeuge oder Schiffe und dann eine Map erforscht. Es gibt aber auch 1.000 Spielmodi. Es macht wirklich eine Menge Spaß, aber es ist auch ein bisschen überwältigend, welche Möglichkeiten man hat. Nils und ich haben uns auf dem Server getroffen, um gemeinsam zu spielen und das checken wir jetzt ab. Ich schalte mich zu Nils dazu. Hallo, Nils Bohmhoff. Okay, seine Anmod dauert länger als meine. So. Hallo Eddie. Hallo Nils. Guten Tag. Hammer. Guten Tag. Ich sehe hier deinen knusprigen Boliden und was wir gerade festgestellt haben, ist, dass wir unabhängig voneinander eine Form entwickelt haben. Komm mal noch mal zu mir. Ja, Moment. Ich kann in dich einparken. Und das fand ich was so. Soll ich, ich will in dich einparken. So, du willst, guck mal, komm in mich rein, Nils. So, ist das nicht schön, dass wir unabhängig voneinander. Fast. Passt das nicht genau? Ne. So. Ich finde das zählt. Warte. Warte, ich stell mich mal. Warte. Ja. Muss mich ausrichten. So. Jetzt müsste es ja eigentlich perfekt klappen. Ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr Anlauf. Jetzt mache ich mir so sexy Musik. Ja? Komm. Ja. Trau dich. Oh, aber es zählt. Es zählt. So, das zählt. Ja, genau. Du hast das Standardfahrzeug. Ich habe das nochmal erweitert. Ich habe mir zwei so links und rechts, habe ich mir so Dinger daran gemacht. Denn wir müssen, ich zeig das mal gerade, hier auf dieser Map, diese Kugeln, die müssen wir bergen. Wir sind mit unserem Raumschiff abgestürzt und müssen diese Kugeln, die neue Materialien, Baumaterialien sind, die wir dann wiederum benutzen können, um andere, bessere Fahrzeuge zu bauen. Die müssen wir hier in dieses blaue Licht schieben. Ja. Oder transportieren, wie auch immer wir das machen. Genau. Dann wird das hochgeschossen zum Raumschiff und wir kriegen neue Blaupausen, beziehungsweise neue Sachen, die wir bauen können, die man dann hier im Baumenü benutzt. Jetzt habe ich genau, und man kann das auch so schön hier, man kann sich eine neue Textur dann nehmen. Da kommen natürlich im Laufe der Zeit immer mehr dazu. So, guck mal. Jetzt habe ich das hier so eine blau-weiße Wabenstruktur. Kann ich jetzt überall machen. Bam. Und dann kann man sich wirklich was bauen, worauf man auch richtig Lust hat. So, bam. So, jetzt müssen wir mal diese Dinger suchen. Dazu gucke ich halt auch mal kurz auf die Map. Und ich kann einen habe ich schon hier gesehen, markieren? Hier ist eine in der Nähe direkt. 17 Meter über mir, den würde ich jetzt nehmen. Signal platzieren. Wie geht denn das? Ich komme mit. Ah, den hier, weißt du? Siehst du das irgendwie auf deiner Map? 200 Meter. Wenn du Tab drückst. Ja. Dann habe ich so ein Ding hier. Ich fahre einfach hinterher. Das müsste, wenn ich mich nicht irre, hier links oben sein. Die 17 Meter über uns könnte hier. Ja, wir müssen dann erstmal hier rauf, ne? Genau. Man kann, wir werden euch das gleich zeigen. Es gibt tausende Spielmodi, es gibt unfassbar viele Mods, es gibt DLCs mit Düsenjägern, Hubschraubern, Yachten, alles mögliche. Also wir kratzen hier wirklich an der Oberfläche. Warte mal, wo ist denn das jetzt? Ja, wir gucken uns die natürlich auch gleich an. Jetzt geht's erstmal darum. Da ganz hinten sehe ich so ein so ein Fackelsignal, aber das kann ja eigentlich. Ich weiß nicht, das was ist das ist. Sehr du meinst weg. Das Rauchsignal, meinst du? Doch, was ist das da hinten? Oh, Hilfe. Oh, Autsch. Was ist das? Au, au. Nein, ich mach genau das Gleiche. Autsch. Reparieren. Reparieren. Muss reparieren. Wie hast du dich denn wieder richtig gedreht? Mit R. Wie richtig. So, guck mal, hier sehe ich doch schon. Aber so da kleinen. Leuchtet was. So? Warte mal, hier leuchtet was. Können wir das auch in das, in das andere reinbauen? Ach, das waren Coins. Okay, damit kann man auch Sachen aus dem V-Menü kaufen. So, kann ich auch diese andere Plattform da nutzen? Oder kann ich da nicht. Oh, rückwärts kann. Komm. Ziehen. Komm. Weißt du, ob ich auch dieses rote Ding dann nutzen kann oder muss ich mein eigenes nehmen? Ich fürchte, ich muss mein eigenes nehmen. Ich weiß nicht, was das rote hier ist. Ob wir die auch. Ich schätze mal, dass man das auch benutzen kann. Guck mal da hinten. Ach, du hast da schon so ein Ding. Ja. Versuch das da mal.
Deshalb habe ich mir diese Greifarme gebaut. Ey, hör auf jetzt, Schwein! Das, ey, das ist ja. Du bist ja so eine fiese Map. Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist ja wie mit diesen Robotern, wo man so. Ich helfe doch nur. Das habe ich ja noch nie erlebt. Ernsthaft? So, ich werde dich jetzt hier leider rammen müssen. Du weißt schon, dass wir zusammenspielen. Nee, aber ich glaube nicht, dass ich das Teil dann auch habe, oder? Doch, wir haben das dann beides. Das ist ja Multiplayer. Ja, aber wieso hast du es mir denn weggenommen, wenn du das glaubst? Weil ich es besser lenken kann. Wenn Guck. Das jetzt nicht stimmt. Hast du was gekriegt? Ja, hast Glück gehabt. Siehst du, großes Scharnier freigeschaltet. Guck mal, da hinten ist das nächste. Das holen wir uns direkt. Okay, warte. Ich gucke mir in der Zeit mal das Scharnier an. Ermöglicht einen begrenzten Drehwinkel, ideal für Räder. Aha. Ist das jetzt besser? Kann ich das jetzt... Guck mal jetzt. Scharnier, ich das hier mal rein. Das ist ein richtig dickes Ding. Unterwasserpropeller. Boah, wie geil. Wir können uns damit ein U-Boot bauen. Oder so. Da bin ich Fan von. Habe ich das jetzt richtig scharniert? Nee. Boah, ich glaub nicht. Das ist richtig schwer. Ich glaube, ich brauche dich, Nils. Okay, warte. Ich werde sofort alle Änderungen undoen. Und, ich kann es nicht bewegen alleine. Ich habe zu wenig Power für das Ding. Warte, vielleicht kann ich mir... Wenn ich mir noch einen Reifen dran setze, würde das gehen? So. Du brauchst, glaube ich, eher Motoren noch. Aber die Frage ist, ob wir überhaupt genug Motoren haben. Ich glaube nämlich, wir müssen noch welche einsammeln. Balance, Sitz, Rahmen, Antrieb. Was haben wir denn hier? Hohe Beschleunigung, achso, niedrige Höchstgeschwindigkeit, Leistung. Was passiert, wenn ich noch so einen Motor irgendwie dran setze? Ah, rotierender Servo. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Oh. Das ist wirklich wie früher Lego Technik, weißt du noch? Ja, stimmt. Das ist wirklich... So. Oh, wieso ist das jetzt ein Ausrufezeichen? Nice. Block nicht verbunden. Ich habe nämlich da noch einen Motor reingebaut. Ich auch. Jetzt bin ich richtig schnell, glaube ich. Und was du da gemacht hattest mit den Blöcken, das ist nämlich eine gute Idee eigentlich. Da so eine... Guck mal, jetzt ist gar kein Problem. Das ist ja geil. Das ist nämlich das Geile an dem Spiel. Das hat nämlich so eine physische... Also das ist alles so einigermaßen Logik. Mit zwei Motoren gar kein Problem jetzt mehr, das Ding zu bewegen. Oh, ja. Was hast du denn da gebaut? Ah, nee, das ist der andere Dude, Alter. Das ist Aveda Kadavere Devera. Was? Avada Kedavera ist das. Ja. Okay. Guck mal, der klaut einfach das Ding! Der klaut das Ding! Ja, aber das hast du doch auch gerade mit mir gemacht. Ja, aber ich bin doch dein Freund! Ja, aber er wird das wahrscheinlich auch für uns machen. Hier, guck. Ah, sehr gut. Oder? Warte mal, habe ich das jetzt bekommen? Nee. Hast du das bekommen? Ich hab's bekommen, ja. Unterwasserpropeller. Ich glaube, ich habe das nicht bekommen. Habe ich das auch? Ja, mit Sicherheit. Ich habe hier dein Patent mal übernommen. Das hat mir gut gefallen. Aber was hat er denn da bitte für ein krasses Ding schon gebaut? Ja, aber warte mal, wir sind. Pass auf, ich hole jetzt hier, das hier, was auch immer das ist. Oh. Und ach, da ist der Unterwasserpropeller. So. So, ich mache das nämlich selber. Ich brauche nicht die fremde Hilfe. Aber das haben wir doch schon. Ja, ich habe das nicht bekommen. Hä? Ja, also bei mir ist, glaube ich, nichts aufgeleuchtet. Bei dir ist da was aufgeleuchtet? Ja. Weil du es wahrscheinlich vorher schon mal hattest. Kann das sein, dass man es einmal berührt haben muss? Das weiß Vielleicht? Ich nicht. Ernsthaft? Nein. Bist du vorbeigefahren? Ja. Wie so ein kleiner Betrunkener. Warum ist denn da jetzt so eine Uhr? Was ist das? Der hat uns da so einen Wecker hingesetzt oder so. So, jetzt habe ich es erst, siehst du? Jetzt habe ich das gar nicht mehr. So, das haben wir schon eingesammelt. So, jetzt müssen wir noch, mehr Sachen finden. Wir sammeln jetzt hier oben. Ich habe es mal auf der Karte markiert. Hier ist auch noch was Leuchtendes. Weißt du, was wir machen sollten, Eddie? Hä? Wir sollten das vor diesen Strahl schieben und dann lassen wir das da liegen und dann tauschen wir. Ich glaube nämlich, man muss es eine gewisse Strecke geschoben haben, damit man das bekommt. Und wenn wir das quasi jeweils einfach hier stehen lassen und der andere schiebt es dann rein. Siehst du, was ich meine? Du willst es nicht direkt reinschieben, meinst du? Ich glaube aber... Ja, also... Ich glaube, das war eben einfach nur... Nee, wir hatten das zweimal. Einmal hast du mir das geklaut und dann haben wir es beide bekommen. Und einmal hat er dir das geklaut und da habt nur ihr beide das bekommen und ich nicht. Schießt du?
Also wenn das jetzt eine Logik hat, dann müsste das eigentlich so sein, dass man es einfach ein Stück weit schieben muss und dann hat man das geclaimed. Du meinst jeder, der es einmal ein bisschen getouched hat? Ja. Das habe ich zum Beispiel, was ist das? Achso, das habe ich auch schon gesammelt. Ja, das war jetzt unnötig. Hast du mich, was war das? Was? Jemand hat mich geärgert. So, lass uns mal, was gibt's denn noch? Ich muss mal auf die Karte gucken. Guck mal, 164 Teile gibt's noch. Wir haben gerade mal 5. Bergen, unbekanntes Altmaterial. Aber da direkt am Wasser. Ich glaube, wir müssen in den Norden. Wir sind hier eigentlich völlig falsch. Du hast mich schon wieder umgedreht. Oder in den Osten. Ich gehe mal Richtung Osten. Nils, lass mal Richtung Osten gehen. Ja, hier ist noch irgendwas. Was ist das? Hattest du das schon? Ist das? Oh, das war die Kapsel, aus der wir gekommen sind. Das war die Landekapsel. Ach, ja, ich falle immer um. Alter, wieso überschlage ich mich denn? Man kann auch hier je nach Terrain sozusagen sich das Fahrzeug spezialisieren. Also es ist sowas wie ein Schwerpunkt und wo ist der Antrieb und solche Sachen. Das spielt alles eine Rolle. Was war da jetzt? Das hatte ich da schon. Ich bin ins Wasser gestürzt. Warum? Ja. Warum? Ich will jetzt eine Antwort. Es ist schwierig. Ernsthaft? Jetzt kompliziert. Ja, weil da war plötzlich die Klippe. Jetzt bin ich das Männchen. Ich schwimme. Mit Fischen. Kann ich nicht zurücksetzen? Hat doch in der Schule auch funktioniert. Ich schwimme jetzt einfach auf die andere Seite. Oh, da ist hier so ein kleiner Käfer. Reonax schreibt hier Trailmakers. Ich liebe das Spiel. Reonax, du kannst uns gerne, du kannst uns gerne mal ein paar Tipps dann geben. Ich schwimme jetzt erstmal hier. So habe ich das hoffentlich noch nicht. Bau da drüben. Yes, ich habe was Neues. Aber nicht ins Wasser plumpsen, bitte. Bremsen. Oh nein, au. Oh, okay, alles klar, komm mit. Okay, shit. Okay, jetzt bin ich nicht mehr an dem Hang. So, jetzt. Okay. So, ich habe jetzt hier ein Kügelchen. Hang. Willst du das reinschieben? Wollen wir das mal gleich probieren? Ey, ich bin ganz woanders. Ich bin gerade über den Ozean geschwommen, Nils. Oh, das ist aber schwer. Ich habe hier nämlich so eine schöne Ecke. Und ich glaube, die würde dir auch gefallen. So eine kleine Ecke. Wo bist du? 800 Meter? Ah, okay. Okay, warte. So, hier bin ich. Es ist scheiße dunkel hier. Und jetzt muss ich erstmal neu. Ich habe gar kein Fahrzeug mehr. Kannst du nicht R drücken oder B drücken? Drück doch mal B. Du kannst dich auch teleportieren lassen zu deinem Punkt. So. Ich habe hier mein Auto. Guck mal, ich bin nämlich jetzt hier. Siehst du, wo ich bin? Ich bin im Süden. Ja, okay. Ja gut, dann fahre ich das jetzt rein, wenn du nicht kommst. Fahr's rein. Und, was hast du gekriegt? Ja, warte. Das ist so ein Dreieck halt, aber... So, jetzt habe ich's. Ein Keil. Ich habe einen richtig geilen Keil. Ich glaube, ein Keil ist nicht schlecht. Warum ist es Nacht? Ich hätte Interesse an Tag-Nacht-Wechsel jetzt. Kann man schlafen gehen? Ja, finde ich auch ein bisschen komisch, dass es Nacht ist. So, da glüht was, da fahre ich hin. Oh, das ist was richtig dick Goldenes. Okay, oh, da kommen schon die ersten Sonnenstrahlen des neuen Tages, oder auch nicht. So, was war hier oben jetzt? Da ist noch ein bisschen einfache Heckflosse. Alter, das ist riesig, Nils. Scheinwerfer. Ich kann es nicht bewegen, Alter. Ich muss noch einen Motor bauen. Willst du mal zu mir kommen? Nee, ne? Ja, warte, erstmal den Scheinwerfer hier einsammeln, weil dann kann ich nämlich Licht machen. Antrieb. Ey, was hat diese Uhr zu bedeuten? Sie macht mich ganz nervös, dass da einfach eine Uhr ist. Block freigeschaltet. Aerodynamischer Block. Langsam, schnell. Ach was, ich habe einen aerodynamischen Block. Hast du sowas schon mal gesehen? In echt oder in dem Spiel? Sowohl als auch. erstmal mache ich jetzt hier. Wo kann ich die? Da oben dann oder was? Ich weiß, warum der Wecker da steht bei euch. Warum? Das ist von dem Typen. Genau, ja, der hat geschrieben im Chat, dass er den selber gleich ausmacht und er ist der Host anscheinend. Nein! What? Dann 10 Minuten mit dem Server runterfahren. Wir sind bei ihm auf dem Server. Ihr seid halt bei ihm auf dem Server drauf. Ja, nee, das kann er vergessen. Der soll sich nochmal hier melden. Ja, das würde zumindest den Wecker erklären.
Ja, das kann sein, dass du recht hast, aber dann müssen wir ihn jetzt finden und ihm sagen, dass es das nicht geht. Ich hätte auch im Chat geschrieben, dass er das Server Restart vorhat. Ich kann den noch beschwichtigen. Ich weiß es nicht, ich kenne ihn das nicht. Will der jetzt schlafen gehen oder was ist jetzt sein Problem? Hey, ich krieg diesen riesen Stein nicht geschoben. Hier ist übrigens so. Valhalla, Nils. Hier ist richtig viel Action. Du, ich habe mich gerade richtig verbessert. Guck mal, wie soll ich, den kriege ich ja niemals da ins Licht. Ich mache hinten auch noch Scheinwerfer. Ich mache rundum Scheinwerfer. Wie soll man den da hinkriegen? Das erinnert mich ein bisschen an das neue Zelda Tears of the Kingdom auch. So von der Art und Weise, wie man hier so baut. Mhm. So, warte, wo waren wir mit dem Scheinwerfer? Wo warst du? Ach so, warte, rotierende Servolenkung? Okay. Es gibt übrigens auch einen Sandbox-Mode, wo man dann eben schon alles hat. Da muss man dann nicht die Insel erforschen und Progress machen, sondern da kann man dann einfach bauen und machen, was man will. Ja, warte. Ey, ich darf nicht nach hinten. Die Lenkung ist schon herausfordernd. So, und jetzt? So, genau. Geil. Up und. Boah, ich werd dreht durch, ich krieg's nicht hin. Was ist dein Problem? Es ist ein riesengroßer Stein. Geil, und nach hinten und nach vorne. Du, ich hab einfach einen richtig Fashion-Flitzer gerade. Ja, komm mal zu mir. So, wo bist du jetzt? Süden. Über dem Ozean. Was ist denn ein Scharnier? Da ganz hinten? Wie bist du denn da hingegangen? Nee, warte mal. Block, der sich langsam um 90 Grad. Wie bist du denn hingekommen? Ich werde mit meinem neuen. Das ist der andere Admin vielleicht. Ah, nee, das. Ich bin jetzt. Ich bin ein richtiger Sauseflitz. Renner-Sauseflitz bin ich jetzt. Was ist denn Lenkerscharnier? Was ist das? Keine Ahnung. Oh, Alter, ein Billard. Nee, achso, das ist schon. Ich bin schon wieder an dem. An der Kapsel. Ich komme da gar nicht rüber. Wo bist du denn da? In die Richtung. Ich bin erst ins Wasser. Du kannst einfach ins Wasser springen und rüberschwimmen. Und mich einfach. Ich habe ja auch nicht mal leider diese Propellerdüsen installiert, aber das könnte ich ja mal machen dann. Jetzt habe ich das ja auch. Ja, da komme ich mal Richtung Wasser und dann baue ich mir einen Propeller. Trotzdem ist hier dieses Gebirge. Unverbundene Teile. Komm ich hier durch? Ist das hier? Oh, zum Glück habe ich leistungsstarke Scheinwerfer. Sonst hätte ich in diesem Tunnel gar kein Licht. Boah, ganz ehrlich, ich glaube, das gibt unglaublich viele Möglichkeiten, was man hier alles bauen kann. So, hier bist du uns. Ah, bist du durch den Tunnel und dann ins Wasser? Ich bin einfach ins Wasser. Oh, das ist gar nicht schlecht, so wie der jetzt sich steuert. Ja, das. Okay, warte, jetzt guck ich mal, ob ich. Jetzt diesen Schwimmkram jetzt hier Antrieb, da gibt es ja den Unterwasserpropeller. Kriege ich den vielleicht hinter die. 2 Minuten. Ah, ich habe nicht genug Energiekerne. Mist. Guck da! Aber ich kann ja ein weiteres Fahrzeug bauen. Wie heißt denn dieses Spiel, was der Trant immer so gerne spielt, wo man so einfach nur so Lieferungen macht? Mit dem. So, mit so einem Truck. Du meinst nicht Death Stranding oder sowas? Ne? Nee, aber so ähnlich, nur mit Trucks. Snowrunner, genau. Snowrunner und Mudrunner und so. Kennt ihr diese Spiele? Ah ja, stimmt. Wo man sich dann hangeln muss über die... Ja, da musst du auch mit so einer LKW-Physik irgendwie klarkommen und irgendwie Sachen transportieren. Finde ich nicht ganz geil, sowas. Du musst dich hinziehen zu Bäumen und so. Oh! So, und jetzt? Oh, Chirpy! Wo kann ich den raufsetzen? Okay, das macht Spaß. Hier ist ja überhaupt nichts. Okay, fuck, ich glaube, ich habe ein bisschen Spaß da. Ich wollte zu dir kommen, aber ich brauche ja diesen. Ah, da habe ich nicht genug Energie. Ich muss ein neues Fahrzeug komplett bauen. Warte mal, wie geht das? Ja, aber du kannst es doch abspeichern, dann schwimmst du rüber und dann kannst du einfach die Blaupause. Genau. Und das versuche ich gerade einmal zu checken, wie ich das nochmal abspeichere. Also erstmal muss ich da auf Speichern. Ja, Speicher. Genau, Speichern. Ich krieg's nicht. Da hab ich's gespeichert. Und da ist es als Blaupause, genau. Und jetzt.
Weisen Sie Transformation zu. Warte mal, kann ich jetzt. Das ist dieser. Jetzt muss ich quasi. Ja, nice. Okay, jetzt habe ich alles gelöscht. Und jetzt baue ich ein Boot. So, das heißt, da brauchen wir ja trotzdem erstmal ein Cockpit. Ich komme mal zu dir. Boot ist. Ich habe es hier eh verkackt. Okay, das heißt. Ich sag's nicht. So, wir machen Schwimmkörper. Oh, der Server geht down in 5. Nein, gerade so Spaß. 2. Düdüm. Bei 4 stehen geblieben. Der will uns auch trollen. Echt? Ah, ne, ich glaube, der Server ist down. Ah, schade. Egal, wir machen direkt 9. Mehr Spieler. Ich würde mal sagen, sollen wir dann mal Benutzer definiert machen? Dann kann ich einen eigenen erstellen. Pass auf. Oder Sandbox. Können wir auch das machen. Kannst du auswählen, ja, bei erstellen. Kann ich ja machen. Sandbox. Erstellen. Also, wir können, ja, Sandbox. Okay, mache ich Sandbox. Schatzinsel oder was? Spielmodus Sandkasten. Dann maximale Spieler nur wir beide, oder? Ja, oder Nicola kann auch rein. Willst du mitkommen? Ich glaube, ich muss mal was essen. Macht ihr beide mal zusammen. So, das Passwort ist der beste. Mach etwas, das nur ich weiß. Ja. Okay, ich mach etwas, was nur du weißt. Und zwar ist es. Warte. Dein altes Passwort. Benitas aus der Firma. Für jeden. Aber wie heißt denn der Server? Ich muss dich erstmal finden. Warte. Der ist sehr schnell zu finden. Also den wirst du sofort erkennen. Der lädt jetzt. Chilling Space Hole. So. Bill. Jetzt Bill kannst du kommen. Chill. Think outside the box. Das ist mein. Vielleicht kannst du einfach Nils suchen. Ja, ja. Das ist. Nicola hat recht. Was Nicola sagt, ist völlig korrekt. Das ist hier lustig. Oh, und da muss ich jetzt Passwort eingeben, oder was? Das, was nur du weißt. Ja, das ist dein altes, eigenes Passwort. Ich hab deins genommen. Ach, das? Okay, das kann ich auch. Ja, hat gepasst. Falsches Passwort! Nein, doch, hat doch nicht gepasst. Oh, vielleicht doch der falsche Server. Aber groß am Anfang, groß. Ach so, okay. Okay. Warte, Benutzer definiert. Mitmachen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt? Ich rate lieber nicht. Falsches Passwort. Okay, ich hab. Welches meinst du denn? Okay, warte, ist warte. Ist der falsche Server? Wie heißt der Server? Fängt mit F an. Ach, okay, das ist ja richtig. Fängt mit F an. Weißt du noch? Aber damals? Josef. Du erinnerst dich doch schon, oder? Nee, nicht wirklich, aber ich kann mir denken, was es ist. Du kannst dich nicht an dein eigenes Passwort nicht erinnern, aber ich kenne dein Passwort noch, oder was? Falsches Passwort. Nee, sorry, aber ey, aus Prinzip will ich dir da jetzt nicht helfen. Du kennst doch wohl auch dein Passwort, was du früher immer hattest, was ich irgendwann mal gecrackt habe. Fängt mit F an. Meinst du das jetzt ernst? Verarscht mich. Falsches jetzt, Passwort. Hey, ich schwöre dir, ich habe schon dreimal falsch eingegeben. Ist mit einem großen F. Fängt's an. Und dann kommt noch eine Zahl. Okay, warte. Das war's. Ich hab's. So. Und versuche. Think outside the box. So. Ich glaube, man muss hier so Zubehör kleine. Okay. Alter, jetzt hat man ja alles. Ja, ist doch geil. Box. Kampagne, wo du alles freischalten musst und hier hast du jetzt vollkommen Freiheit. Da kann man hier so kleine Minispielchen und Rätsel und so machen. Wir müssen nachher unbedingt auch nochmal ein Autorennen machen. Ja, vor allem, wir können dann später mal in so ein DLC reingucken mit Schiffen und Düsenjägern und so. Nein! Was ist hier? Hier ist ein Ball. Ja.
aber. Ich glaube, der muss ja eine Zeit lang Trailmakers gespielt und immer um die Wette Fahrzeuge gebaut und dann gegeneinander angetreten. War mal selbst. Yes! Herausforderung abgeschlossen. Hast du die Punkte auch bekommen? Ja. Glückwunsch. Du hast nichts geleistet. Profitierst von meinem. Ich fahr jetzt Erfolg. Da die Schanze hoch, ey. Guck mal. Ich fahr die kleine und durch den. Oh! Den Feuerreifen hier. Einfach viel zu langsam. Ich muss mehr Geschwindigkeit haben. Wie kriege ich das? Mehr Motoren, beziehungsweise die Sachen hier vorne löschen. Die nehmen mir zu viel Geschwindigkeit weg. Alter, was es hier alles gibt, was ist denn das? Stattdessen nehme ich hier so einen Spoiler da vorne dran. Wo sind die Dinger denn? So oh, was ist das denn? Geiler, großer Propeller. Aerodynamik. Geil. Quantenruder? Was? Ermöglicht Richtungsänderung im Raum. Oh, Mensch. So, ja. So. Ist eigentlich jetzt? Jetzt haben wir das gebaut. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich jetzt schnell genug bin für die Rampe. Ob das irgendwas gebracht hat. 64 km/h, das reicht wahrscheinlich noch nicht. Nee. Wieso sagt der Block nicht Mist. Verbunden? Ey, man kann ja auch Flugzeuge bauen. Ja, bin gerade dabei. Und Unterwasser-Johnnies. Dieser Block ist nicht mit dem größten Gebäude verbunden. Wieso denn mit dem größten Gebäude? Ah. Jetzt. Okay, dann nehme ich doch den hier. Weltraumtriebwerk. Ah. Okay, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Oh yes! Oh yes, Baby! Oh, ich mache uns jetzt geile Punkte. Weil ich super gearbeitet habe. Oh, wow! Let's go! Woohoo! No way! Warum? Wo gibt's denn Flügel? Weiß ich nicht, aber müssen es irgendwo. Modularer Flügel. Ich bin nicht ganz gerade. Ah nein, ich bin einfach zu gut, zu schnell, zu viel Geschwindigkeit. Ja! Ha! Du hast gerade Geld bekommen, oder? Weiß ich nicht, ich bin im Baumodus. 25 Mark, Gold. Woohoo! Yes! Oh, aber komm, es muss ja trotzdem Geld gehagelt haben. Oh. Und? Was war das? Oh Gott. Hä? Hilfe. Mein Fahrzeug ist weg. Dann bauen wir jetzt mal was komplett Neues. So geht das nicht. Ah, ich kann dir dabei zugucken, das ist ja lustig. Echt? Ja. So, was bauen wir denn mal Geiles? Du baust gerade ein Raumschiff. Ja, irgendwie was zum Fliegen. Keine Ahnung, ob das klappt. Okay, dann baue ich ein Boot. Einfach mal geguckt, ob das jetzt klappt, kann ich ja nicht sagen. Wahrscheinlich nicht. Ich brauche ja wahrscheinlich trotzdem kleine Reifen. Cockpit. Irgendwas Kleines hier. Weltraum. Das ist zu groß. Gepanzert. Fahrwerk. Tauchglocke. Oh ja. Oh shit, aber man kann auch. Also, das ist ja geil. Schiffe. Es funktioniert echt gut, ne? Es ist echt easy. Ja. Nice. Sehr intuitiv, muss ich ja mal sagen. Großes Cockpit, Weltraum. Ja, das ist jetzt für eine. Das ist eine Tauchglocke. Da will ich ja natürlich bei der Tauchglocke will ich aber keine Schwimmkörper wahrscheinlich, oder? Funktioniert das jetzt? Muss ich da wahrscheinlich einen. Propeller ist ja eigentlich. Ne, muss beim Schiff auch ein Propeller, ja. Ah, da, Heckpropeller, das ist es. Was? Nee, es muss weiter hinten sein. Ja. Ist jetzt da dran? Nee, warte.
Okay, das, ich muss da ein bisschen Ahnung von irgendwas haben. Funktioniert das jetzt? Das ist dumm. So viel Platz, wenn ich Flugzeuge baue. Der ist einfach nach hinten gekippt. Was würdest du sagen, ist Vortrieb ist grün wahrscheinlich, oder? Warte mal, aber da müssten wir... Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aerodynamik, was ist denn Aerodynamik? Blöcke, Keil. Achso, warte. Ja, das ist ja Quatsch. Ich will ja tauchen. Da brauche ich ja keine Tauchdinger. Die löschen wir. Was brauche ich jetzt vielleicht dann doch nochmal? Auch Räder, damit ich überhaupt ins Wasser komme. Oder wie mache ich das jetzt? Das wird wahrscheinlich hin und vorne nicht funktionieren. Ich muss ja irgendwie da zum Wasser kommen. Ich mache erstmal. Was passiert, wenn ich jetzt. Jetzt hänge ich hier auf dem Trockenen. Ja, aber warte mal, wieso sind die denn nicht verbunden gewesen? Hä? Hallo? Kann das jetzt nicht mehr Waffen benutzen? Geil, ich kann mir eine Waffe noch drauf bauen. Grün ist links. Okay, also hatte ich das falsch rum. Ich kann das Ding gar nicht mehr jetzt benutzen. Hallo? Er ist immer noch zu schwer. Zu schwer hinten einfach. Funktioniert. Wir löschen alles. Scheiße. Okay, alles löschen. Mal. Dieser Klumpen ist ja. Okay, den weiß ich auch nicht, warum der da ist. Was ist denn das so? Ich glaube, man kann original Stunden damit verbringen. Also, dann machen wir jetzt mal ein Flugzeug. Cockpit. Das ist ja einfach riesig. Cockpit, okay. Dann Waffen. Also. Aha, jetzt stehe ich schon mal. Leute, jetzt gibt's. Du stehst schon. Oh, ich kann nicht lenken. Ich kann nicht lenken. Wieso fährt denn der? Der soll doch fliegen. Balance. Panzerung. Ich hab eine Kanone. Wo sind denn hier die? Okay. Irgendwas habe ich nicht bedacht. Also erstens mal hebt der nicht ab. Das finde ich schon mal scheiße. Also und zweitens mal kannst du auch nichts fliegt der nicht. Ich finde, das ist nicht deine Schuld, finde ich. Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist, was ich hier mache. Und es ist da wahrscheinlich einen speziellen Block für geben. Trapezdüse. Ich glaube, ich habe einfach eine Sache noch nicht gefunden. Fahrwerk finde ich gut. Und jetzt? Logikblöcke. Okay. Gadgets. Ich erstmal wieder über Wasser bin, baue ich neu. Hier vielleicht irgendwas? Flaggen, Lichter, Details. Oh, das ist hier, kann man ja einfach stundenlang kann man hier bauen. Ist geil, ne? Warte mal. Das macht Spaß. Aber kriegt man, haben wir nicht Anleitungen? Go-Kart-Sitz. Operator Sits. Hullaugen, brauche ich nicht. Flugzeugfenster. Ah, warte, hier wird's interessant. Nee. Ah.
Ja, und fertig. Und das kopieren wir. Die Seite ist egal. Da kann man schon drin abtauchen jetzt hin. Ja, voll, ey. Insbesondere wenn man ein U-Boot baut. Warte, komm her, komm her. So. Nein, will ich doch gar nicht. So. Okay, dann. Was brauchen wir? Ich hätte die nach unten ziehen müssen, glaube ich. Obwohl. Nee. Nee, das ist Quatsch, was ich mache. Sonst ist das nicht aerodynamisch. Das ist jetzt schon nicht aerodynamisch. Oder? Warte mal. Raketendüse. Doch, ich hätte die da runtersetzen müssen, sonst bringt das nichts. Wieder schnell. Warte. Da ist doch irgendwas Spitzes doch vorne drauf. Hallo. Alter. Ja, sowas. Was, ey, entschuldige Sie, was ist denn jetzt hier los? Das ist zu groß. Also jetzt werde ich langsam fuchsig. Oh! Wo ist das Problem? Dock dich doch da an! Oh, ich werde wahnsinnig. Hä? So, jetzt geht's. Aha. Jetzt. Was macht man, wenn man den Spiegel verkehrt braucht? Ah. Oh. Okay, was, wenn man den Spiegel verkehrt baut? Ja. 100 Ecken? Nee, ja, warte. Nee, das brauchen wir nicht. Da kannst du drehen. Dann drückst du auf diese Drehfläche und dann passt das. Da kann man alles. Mann! Ah, ich habe hier schon wieder verbaut. So. Ah. Jetzt versuche ich das mal zum Abschluss zu bringen. Verdammt, das ist nicht mittig. So. Ja, so genau. Mhm. Zack, das müssen wir aber einmal drehen. Zack, zack, so. Und dann kommst du dahin. Kopieren. Dahin und kopieren. Verdammt! Zack, jetzt habe ich aber eigentlich das gleiche Problem wie eben, ehrlich gesagt. Weil das jetzt hier nicht zu ist. Jetzt krieg das nicht mittig. Das war eigentlich jetzt völlig unsinnig, was ich gerade gemacht habe. Das macht ja überhaupt keinen Sinn hier. Leipzig-Frankfurt-Pokal, Achtelfinale. Ach du Scheiße. Das ist natürlich nicht so geil. Ja, hätte leichter kommen können, ne? Mhm. So. Das ist geil. Natürlich bitter. Wieso ist das? Achso. Und dann mache ich jetzt hier nochmal das gleiche. So ein Block. Ja. Das irgendwie anders machen. Da fehlt noch eine Mittelstrebe oder sowas. So, jetzt mache ich hier, ich mach hier gute Arbeit. 1, 2, 3, 4. Auch wenn das alles hin und vorne noch nicht klappt. So, wir brauchen jetzt einmal so eine. Ja, wollen wir so ein. Hä? Warte mal, Flügel sind doch. So. Doch, vorne wird die.
doch, so muss richtig sein, oder nicht? Jetzt. So langsam. So sehen Flügel aus. Oh, geil. Was kann man da so rum? Ah, das ist ja geil. Und jetzt nochmal. So. Sieht ja so scheiße aus, ey. Ich baue richtig hässlich. Du hoffentlich auch. Ich versuch's nicht, aber ich baue. Komme ich so richtig voran hier. Weiß nicht, warum der hier mir ein Ausrufezeichen zeigt. Wie will er das da nicht? Okay, scheiße. So, was braucht man, um zu lenken? Weißt du das schon? Lenkrad, ja. Lenkscharnier. Scheiße. Für die Räder eines Gyro. Ja, ah, herrlich. Okay. Warte. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Stromkopplung. Alter, was es gibt. Rohre. Wir müssen sie ja gleich mal ausprobieren eigentlich. Kommen wir nicht drum herum. Aufblasbarer Ballon. Partyballon. Kiel, Bug. So. Logik, Scheinwerfer. Oh, das ist geil. Traktorstrahl. So, Räder. Fahrwerk. Nein. Da hinten und vorne nicht funktionieren. Oh, falsch rumgedreht. Aber wir müssen ja irgendwann mal anfangen. Wir haben aber keine Heckflosse. Egal. Eine Stunde für sowas. Ich kann nicht mal lenken. Ich kann nicht mal lenken. Okay, warte, ich muss noch. Ich bin noch nicht ganz fertig. Yes. Okay. Ah, warte, warte. Was brauchen wir hier noch? Okay, warte. Scheiß was? Oh, dieses miese Fass. Wie er mich immer auf in Richtung des Fasses dreht. Ich werde das Fass nicht mehr los. Dann fliege ich halt mit dem Fass. Nein! Das passt nicht. Raw Jet, Drachenjet. Ich will sofort jetzt mein Flugzeug hier. Da, hier, das ist eine gute Flugbahn. Wie kann ich das jetzt. Was? Keine Sticker. Wo ist mein. Da. So, jetzt. Eddie? Ja? Ich komm. Wo bist du? Wieso hebt er nicht ab? Ich hebe ab. Warum ist er nicht abgehoben? Heb ab! Eben ist er noch abgehoben! Ja! 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 Egal!
Hey! Hey, hey, hey! Ich glaube, wir müssen. Einfach nur hinten ein bisschen mehr stabilisieren. Das ist halt nicht lang genug, das Flugzeug, glaube ich. Es ist nicht stabil genug. Der kleine Klotz. Wir müssen ihn länger machen. Vielleicht die Flügel auch länger. Bei Boeing würde der so durchgehen, ja. Also wir müssen... Also wir müssen... Ich würde nochmal die Flügel länger machen. Wieso ist das immer schief? Weil der 2 Kontaktpunkte hat und der 3, okay. Ist auch ein Endflügel? Nee. So, dann haben wir die ein bisschen länger gemacht. Und dann machen wir noch 2. So. Ich krieg's einfach nicht hin. Glaub an dich. Und jetzt müssen wir vielleicht... Ey, da fummelt man die ganze Zeit und denkt, geil, jetzt habe ich's geil gebaut. Und dann schwebt's einfach in der Luft und ist überhaupt nicht an dem Ding dran. So, Leute. Wir machen das jetzt richtig geil. Und zwar machen wir den hier. Aber den drehen wir. Und zwar so. Kopieren den, machen den daran. Verjüngt sich ja nach hinten. So. Okay. So. Und dann kopieren wir den hier nochmal. Zack. Ey, ich dreh durch. Jupp. Und jetzt kopieren wir den. Ich bin zu schlecht. Sei nicht so hart mit dir. Ich finde nett. Hier gibt es ja noch weitere Tabs mit Stuff. Ach, guck mal, das habe ich mir schon runtergeladen. Ja, machen wir vielleicht dann nur noch mal so. Okay, Nils, ich komm zu dir. Okay. Bum, 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 bum. So, und jetzt? Bum, wir probieren mal das. Neues Glück. So, wie speichere ich dich? Wieso kann er denn nicht laufen? Speichern? Okay. Brumm, nächster Flug. Yes, yes, genau. Yes, 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 yes. Aber wir machen nur ein Looping. Wow. Okay. Warum haben wir so viel? Warte mal, der geht vorne hoch. Ich kann mich nicht drehen. Müssen wir hinten mehr... Jetzt guck doch mal vielleicht. Nils. Was? Entschuldigung. Oh, du hast einen AT-Dingsbums gebaut. AT-ABT-CT. AT-BT. Alter. Das ist ja geil. Den hab ich nicht gebaut, den hat jemand anders gebaut. Aber geil. Geil. Ich brauche einen Höhenruder. Wo finde ich einen Höhenruder? Kann er sich nur nicht umdrehen. Heckflügel. Frontflügel. Wo ist denn das Höhenruder? Quantenruder? Richtig? Ach, hinten müssen auch 2 seitliche Wings. Ah ja, okay. So kleine, okay. Stimmt. Was ist denn der da hinten? Und Querruder? Sowas, ne?
Längerer Rumpf, Flügel mittig. Da haben wir die Flugzeugingenieure hier. Kann man Sachen gruppieren? Nee, Mist. Wie kann man den denn jetzt? Ach, guck an. Was ist aber das hier? Quantenruder, Richtungsänderung. Das kann man sich überhaupt noch Mühe machen, ey. Funktioniert das? Das ist Trial and Error. Kann keine. Hä? Wie mache ich denn das hier wieder weg? Ach nee. Das. Wo ist das Teil? Ich krieg das Ding nicht mehr weg. Wie krieg ich den 8080 wieder weg? Undo. So. Nee. Das ist nicht der Shit. Keine Ahnung. Ich will, dass der wieder weggeht. Ich weiß nicht, wie man das ranmacht. Das. Geht das? So? Das kann doch nicht sein. Ich krieg den nicht mehr weg. Keine Ahnung, was das überhaupt ist. Tibo. Nils, ja, du bist schon wieder so in deiner Welt. Ja, Entschuldigung, was ist los? Wie kriegt man ein Fahrzeug wieder weg? Wie kriegt den AT-AT wieder weg? Löschen. Klick ihn an. Eddie, flieg, Eddie. Eddie, flieg, ich hab ein Flugzeug gebaut. Eddie, guck. Eddie, flieg. Eddie, flieg. Oh. Guck, Eddie. Ja, ich seh's. Ich seh's. Ich habe gebaut. Klick ihn an und lösch ihn. Oh, es Gott. Geht nicht. Ich fliege rum. Ich krieg den nicht mehr weg. Drück mal auf B. Ja. Und dann klick ihn an und dann muss eigentlich so ein... Er klickt dann ja nur einzelne Teile an. Ich muss hier irgendwie wenden. So. Es ist nicht... Ah, ich kann markieren. Ah, okay, ich hab's. Natürlich wissen. Ah, ey, ich bin offiziell Flugzeugingenieur. Ich komm zu dir. Hier in Hamburg ist doch Airbase. Air Force One ist doch hier in Hamburg. Ich kann mich da doch jetzt bewerben mit dem, was ich jetzt hier gebaut habe. Ich komm zu dir. Womit? Mit dem Flugzeug. Hast du auch eins? Klar. Oh shit, ich weiß nur nicht, wie man fliegt. Ich will da durch das Tor, da ist doch so ein Tor. Das ist doch nicht zu fassen. Ey, das ist dafür, es ist ja so geil, dass das funktioniert. Man muss ein bisschen so Trial and Error machen und es immer wieder ein bisschen ausprobieren und dann muss man halt gucken, okay. Warte. Ja, leider nicht getroffen. Ich muss ihn wieder neu Anlauf nehmen. Ich will durch den Feuerring fliegen. Also finde ich so viel Strömungsabriss, oder nicht? Flügel sind zu groß, glaube ich. Ja, das ist super schwierig, da durchzukommen. Ich bin viel zu groß für den Ring, oder? Hast du dir eins aus dem Baukasten genommen, Flugzeug? Ja. Du musst quasi, also bei mir ist es so, ich habe so zwei so Jets gebaut, da musst du dann mit Leertaste die Jets aktivieren. Und dann kannst du fliegen. Ah, da unten, du bist unter mir. Dann musst du mal probieren durch den Feuerring. Ich glaube, das ist echt schwer mit diesem Flugzeug. Oh Gott, das ist super schwer zu steuern.
Bau dir ein eigenes. Weißt du, wenn du dir ein eigenes baust, dann ist das deins. Ja, ich will einfach mal gucken, was hier alles kannst so geht. Kannst du... Ja, komm mal, komm mal. Ah, oh, so eine knappe Geschichte. Jetzt bin ich schon wieder hier im fucking Wasser. Immer lande ich aufgrund des Meeres. Also es ist ja einfach so geil, dass man sich ein eigenes Flugzeug bauen kann. Als nächstes müssen wir jetzt eigentlich ein U-Boot bauen, oder? Was meinst du? Ja, da ich eh immer im Wasser lande. Ja. Ich versuche die ganze Zeit durch diesen Feuerring, aber ich glaube, ich bin auch zu groß. Da gibt es dann nämlich, glaube ich, für uns Geld. Kann man gleiten. So, ich gleite jetzt. Alter, ich komm ich nicht durch. Zu. Toll, das U-Boot schwimmt langsamer als ich. Knapp, knapp, Mist. Abdrehen, beidrehen, Absturz. Tot. Alles gut. Oh, mir geht's gut, keine Sorge, alles ist gut. Voll. Los! Na gut, dann müssen wir die kleine Betty wohl da stehen lassen. Komme ich denn da wieder raus? Was brauchst du? Mit F kannst du das verlassen, das Fahrzeug. Mit F, okay. Ey, ihr seht, es gibt halt schon unfassbar viele Sachen, die gebaut wurden. Ja, aber jetzt gibt's hier den Fichtenelch. Komm mal zu dir gefliegt. Oder Skins, die du noch nicht freigeschaltet hast, okay. Wo bist du? Da. Warte, mein Fichtenelch kommt zu dir. Boah. Aber ich kann leider nur fliegen. Kleiner Fichtenelch. Oh, der ist ein bisschen kaputt. Repariert. Jeder Fichtenelch schadet. Fall gegen die. Nein, knapp den Crash von ihm. So war ich, komm mal zu dir geflogen. Da bist du. Was hast du denn da Feines? Den Rennwagen. Geschnappt. Keine Reparatur-Token. Ach, reparieren kostet Token? Was? Ernsthaft? Nee. Ja, stand hier klar. Warte, ich komm mal hier zu dir gefahren. Oh, da ist er. Da hinten sehe ich dich. Hier ist ja ein Krater. Krater Carlo. Zu dir. Willst du mal meinen Fichtenelch steuern? Mhm. Ich weiß nicht, ob das geht. Probier doch. Ich kann nicht stoppen. Ich kann immer nur vorwärts oder rückwärts fahren. So, hier, warte, wie steige ich aus? F. F, ja. Wenn du willst, darfst du meinen Fichtenelch steuern. Der ist aber schön. Der ist ja gut. Hast du die Flügel falsch rum? Nee, die sind richtig. Nee. Okay. Und jetzt? Mit Space. Wie komme ich hoch? Muss abheben. Ja, er fliegt! Er fliegt! Halt! Halt! Looping! Looping! Was macht der Fichtenelch? Der Fichtenelch kommt straight runter! Nein! Der hat keine 10 Sekunden überlebt. Okay, warte. Wie ja, kann man denn gerade fliegen? Okay. Los, Fichtenelch! Aber ja, da ist er. Du musst immer wieder Gas geben. Die Turbine musst du aktivieren. Oh, du musst gegensteuern, du machst wieder ein Looping. Oh, oh. Oh, er macht wieder ein Looping. Okay. Aber wie hast du denn das geschafft, den so gerade zu halten? Weil sobald ich aufhöre... Ja, musst du mit den Pfeiltasten WASD ein bisschen gucken. Ja, sieht schon deutlich besser aus. Ja, das sieht gut aus. Ah, zu früh gelobt. Oh, und, ah, ja, ah. Und vom Radar. Das ist ja richtig schnell. Ja, boah, klar. Ja.
Alter, voll am Felsen zerschollen. Der Fichtnerich ist auf Highspeed-Flugmanöver eingestellt. Jetzt komm ich hier, ich bin gefangen in. Im Ozean. Kann ich mir, der Fichtnerich ist auf dem Grund des Ozeans gelandet. Können wir nicht zusammenbauen? Also können wir zusammen fliegen? Oh, was ist denn das? Guck mal. Bau noch einen und dann können wir noch zusammen fliegen. Guck mal, ich komme zu dir. Was? Guck mal. Oh ja, hinter mir. Ja. Siehst du das? Eine Rakete oder was? Achso, ja, du fliegst, ja. Komm mal, warte, ich baue dir auch einen Fichtnerchen. Dann können wir zusammen. Ne, warte, ich habe hier noch was. Ich nehme mir so einen Bau aus dem Bauplan was. Ich finde das geil. Ich suche mir was Geiles, warte. Was Geileres als ein Fichtnerch? Nein, aber annähernd so. Was ist das? Ich wollte gerade sagen, das ist sehr einfach. Das ist doch nice. Warte. Ah, ja. Oh, auch nicht schlecht. Nicht ganz der ich bin eher so ein Transportflugzeug, ne? Ich bin eher so ein Millennium-Falken. Was geht mit ihm? Oh, der ist aber sensibel. Bombs. Wo bist du? Bist du in der Luft? Ja. Wo bist du? Ja, ich komme in die Luft, warte. Müssen wir durch die. Müssen wir durch die Ringe durch? Bist du schon mal durch den Ring durch? Ja, geht. Mir ist hier irgendwas abgefallen an dem Fichten. Ich steuere sich auf ein bisschen. Wo bist du? Da hinten. Ich komme zu dir. Ich bin ein bisschen groß. Deine Konstruktion ist besser geeignet für so. Meine Konstruktion Ringe. Ist nicht existent. Warte, wo bist du? Da hinten. Komm zu dir gewackelt. Wuhu! Nils, ich komm zu dir. Ja, achso. Meiner kann irgendwie nicht so hoch, habe ich das Gefühl. Guck mal, wo bist du? Ja, ich unter dir. Ich bin ja zu dir gekommen. Ich komm jetzt wieder zu dir. Dreh um. Da. Aber irgendwie so richtig lenken kann man mit dem nicht. Da fehlt so ein Seitenruder irgendwie. Jetzt weiß ich warum. Ey, jetzt weiß ich, bei mir ist was abgefallen. Jetzt weiß ich, warum das nicht mehr so richtig gescheit steuert. Okay, ich habe eine Erkenntnis gewonnen. Warum sich mein Fichtenelch nicht mehr so gut steuert. Das Ding ist abgefallen, was ich darauf gesetzt hatte. Oder der war nicht war nicht richtig gespeichert, das kann auch sein. Irgendwie hat er so ein Seitenruder oder sowas hat er gefehlt. Ja, bei mir, ich weiß, was gefehlt hat. Ich weiß nicht, warum er das nicht gespeichert hatte. Google dir einen neuen Fichtenelch, bau dir einen neuen Fichtenelch. Oh, hier, ey, du musst mal nach beliebteste. Kannst du eine fucking Boeing? Ja, aber es ist ja nur eine Boeing, also ist ja. Das Batmobil oder was? Okay, check ich ab. So, warte. Wild Robot? Wieso war das denn nicht gespeichert, als ich das gemacht hatte? Das hat er einfach nicht gespeichert. Was soll das denn? Kein Wunder, dass er mir so geil geflogen ist. Und zwar war das hier. Quantenruder. Hatte ich hier hingesetzt. Daran lag das. Wie habe ich denn das gemacht, dass ich eben geflogen bin mit dem Dude? Ah. Ja, das ist dann nicht abgespeichert gewesen. Ah, das verändert natürlich jetzt alles. So, der Fichte, ich hatte eine kleine Panne. Eine kleine Konstruktionspanne, die ist jetzt behoben. Oh, da habe ich die falsch gebaut. Vielleicht muss ich andersrum bauen. Ah, es geht. Das geht einigermaßen. So, pass auf, ich komme zu dir. Gleich. Mit neuen geilen Objekten, die ich nicht selbst gebaut habe.
Komme ich da durch diesen... Befürchte nicht. So. Zum Beidrehen. Volles Wendemanöver. Ich versuche mal durch diesen Ring, aber das will ich... The fuck? Dick Johnny. Der scheiß TIE Fighter kippt da mal um. Warum? Vielleicht, weil ich nicht auf dem weil ich auf dem Berg stehe oder so. Na, ich komme mal mit einem dicken Oschi da nicht durch den Feuerring. Lol. Aber was wäre denn, wenn ich da noch zwei von hinzubaue? Sind die dann nicht noch leichter zu steuern? So. Wow, wie haben wir denn das noch geschafft? Wir sind einfach richtig gute Flieger. Ein dickes Fliegerass. So ein richtig dick, so ein richtiger Elefanten. Ein Flugelefanten. Mann! Ja, war gut gelandet. So. Haben wir gut gemacht, auf jeden Fall. Was wäre denn, wenn ich davon noch welche anbaue? Was ist denn der so lahm? Wo baue ich die an? Also wer immer diesen TIE Fighter gebaut hat, gehört bestraft. Ist? Ja, der ist halt voll lang... Ah, jetzt falle ich raus! Der ist halt langsam! Das langsam Einzige, was ein TIE Fighter sein sollte, ist schnell. Ja, das geht nicht. Da, also das ist überhaupt nicht Lore-gerecht, oder? Das ist ey, komm. Hallo? Das ist ja unverschämt, Alter. Stimmt das? Was ist, wenn ich jetzt so fliege? Ich speichere nochmal nicht ab. Ist vielleicht noch leichter jetzt? Er ist natürlich ein langsamer jetzt, aber... okay, ja doch, die Wende ist besser. Willst du mal den neuen Fichtenelch probieren? Weil jetzt der fehlt ein Teil. Er ist jetzt sehr langsam, aber für Anfänger gut geeignet. Ich lande mal. Okay, ich komme gelandet. Ich bin gelandet! Ich habe einen Breakdance-Roboter. Warte, ich speichere mal. Und jetzt überlege ich, ob ich noch weitere Düsen anbauen soll. Das ist ja noch schneller. Ich dachte, sollen wir das noch probieren? Was machst du da? Warte, so. Ich glaube, der ist zu fett. Oder? Kann das klappen? Zeigt das ja ganz gut an hier. So, warte. The Battle Burger. Das sieht geil aus. Hallo. So, ich muss jetzt einen nach vorne. Ich krieg. Also. Ach, der ist ja falsch rum. Jetzt check ich das. So rum, der war die ganze Zeit falsch rum. Das Ding klappt das nicht. Wollen wir gleich mal nochmal so einen anderen Modus ausprobieren? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ist das richtig jetzt? Ja. Da sind die so. Da sind die so. Ja, okay. Probieren wir mal aus. Die steuern sich wirklich schwer, Chat. Das ist nicht so einfach, wie das aussieht, ey. Boah, der hat jetzt richtig Power. Oh, alter Schwede, zu viel Power. Ja, der hat zu viel Vortrieb und zu viel Vortrieb. Kann man nicht gut steuern. Müsste hinten mehr einen längeren Schwanz haben jetzt hier, der Typ. Der Fichten, ehrlich, klappt so nicht. Aber wir sind sicher gelandet. Da müssen wir abbauen. Den äußeren löschen. Ja, ich bin dabei. Worauf hast du Bock? Auf ein Rennen zum Beispiel? Ich weiß nicht, was es noch alles gibt. Also. So, Fichten echt gespeichert. Ich könnte ja mal einen neuen Server aufmachen und einen Rennserver zum Beispiel machen. Ja, Rennen oder es gibt's nicht, ich habe irgendwas gelesen, meine, es gibt so Rätsel auch, wenn es sowas gibt. Ja, ich glaube, das ist ja im Prinzip hier ja auch schon. Dieser Ball da, den wir vorhin da gegolft haben oder hier so irgendwelche Feuer. Ja, mach einfach mal irgendwas, ich lass mich überraschen. Okay, warte, dann geh ich jetzt mal raus hier, ich glaube, ich muss den Server verlassen. Ich bin jetzt gelandet. Dann gehen wir mal, warte mal, Herausforderungen. Ah, überfahre 3 Hühner. Schließe folgendes Rennen auf der Renninsel ab, Rennstrecke. Kann ich das machen? Jetzt habe ich komplett. Also ich schaff's aber auch wirklich. Also mehr schrotten und verschollen sein geht nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Ja, aber du hast immerhin was kaputt gemacht. Ich finde, das ist auch nicht schlecht. Ich glaube, ich muss einen neuen Server aufmachen, wenn ich das richtig verstehe. Dann gehe ich mal ins Hauptmenü. Der Server wird sich jetzt vermutlich für dich auch schließen. Ja. Und dann mache ich mal einen neuen Mehrspieler-Server. Mache ich mal Racing. Racing-Insel. Oh, warte, habe ich jetzt eine erstellt? Oh, ich glaube, ich habe. Bin, glaube ich, aus dem gejoint. Renninsel. Mit den Deaths spielen? Okay, warte mal, kann ich dich jetzt einladen? Wöchentliche Herausforderung. Dora the Destroyer. Nee, ich will dich einladen, warte. Wie kann ich dich einladen? Oh, hier sind auf jeden Fall die ganzen Rennstrecken, aber ich will ja nicht einfach, ich will ja nicht mit Dora unterwegs sein, ich will ja dich einladen. Wie geht das? Pass auf. Ich glaube, ich muss nochmal raus. Oder kannst du meinem Spiel joinen über Steam? Ich glaube, die kann man nicht joinen, du musstest dafür die Eddie einladen. Was soll ich machen? Zum Zuschauen einladen. Ich glaube, ich muss einen eigenen Server machen. Ich habe irgendwas falsch gedrückt. Weil mit diesen eigenen, das werden wir jetzt nicht machen können, weil wir jetzt natürlich nicht so viel Zeit haben, was zu bauen. Aber mit den eigenen Kreationen dann was bauen zu können, ist glaube ich auch ganz cool. Warte mal, wo ist denn da Renninsel? Ja. Gehen. So, Server wird gebaut. Achtung, Achtung. Renninsel mitmachen. So, kommst du zu mir. Wie sieht's aus? Ja, ich komme. Was machen wir denn hier? 3 Brücken. Rennstrecke. Nehmen wir mal so einen vorgebauten Racer. Ey. Okay. Dann für den Racer. So, da kann man noch jetzt
Startzone. Okay, bist du da? Ah ja, da. Nimmst du auch diesen Standard-Racer da? Natürlich. Dann können wir uns hier treffen. In der Startzone. Okay, du hast natürlich einen sehr viel geileren. Alles Schwede, du Arschloch. Mensch, hol dir doch auch einen geilen. Aus der Werkstatt. Ey, sag mal, wie bremst man denn? Hol dir was Geiles aus der Werkstatt. Du gehst auf dieses Steam-Symbol. Hä? Und dann Steam-Symbol. Da sind auch so oben so Registerkarten. Blöcke, Diamant, Blaupausen, Steam-Symbol. Werkstatt. Ja, geil. So. Hast du den auch aus der Werkstatt, ja, oder? Ja. Also wo ist denn die Strecke? Mir aber angeboten, ne? Müssen wir jetzt kann das sein, hier, dass wir mitten auf der Strecke sind? Ja. Oh, ist der krass. Ich kann mit dem nicht mal geradeaus fahren, so schnell beschleunigt der. Ja, Kontrolle ist auch wichtig, ne? Au, Kiste. Aber hä? Au, oh, der, fuck. Der macht Kurven von alleine, warum? Lenkt man auch mit der Maus? Kann das sein? Shit. Au. Ich krieg den nicht gerade. Leute, ich schwöre euch. Au! Das ist das weirdeste, die weirdeste Steuerung. So, ich benutze nur WSAD. Ich drücke jetzt mal nur W. Das Gefühl, ich könnte gewinnen. So, jetzt drücke ich nach rechts und es geht überhaupt nicht. Jetzt geht's plötzlich ganz krass. Okay, ich brauche mal das Auto. So. Bei dem kann man überhaupt nicht. Bei dem kann man überhaupt nicht fahren. Ich habe 500 Gold für uns erwirtschaftet. Der könnte funktionieren. So, wenn ich jetzt in die Startzone gehe. Bist du noch da? Hä? Nee, ne? Du bist jetzt nicht dabei, oder? Ich bin nicht dabei. Wir müssen zeitgleich in die... Ja, ich habe ein neues reingeschaut. Ich wollte noch mal wissen, ob du zu mir gemorpht wirst. Da bist du. Hi. Du schießt mich ab? Ernsthaft? Warum? Waren wir nicht immer gute Freunde? Jetzt jagst du mich. Das ist voll langsam. Du bist ein Panzer oder was? Ja, der ist ganz langsam. Ich glaube, das ist eine neue Bestzeit. Ich kriege richtig viel Penunzen, da kann ich mir dann Sachen verkaufen. Weltrang 1979, besser als 63% der anderen Spieler, wenn das nicht Hammer ist. So, aber ich will nicht nochmal das gleiche machen. Es gibt ja noch andere Rennen und so. Ich fahre hier mal raus. Was haben wir denn da hinten? Wollen wir uns doch mal auf der anderen Rennstrecke treffen? Die drei Brücken zum Beispiel, das ist so ein drei Brücken. Offroad. Ja. Ich hoffe mal, man kriegt jetzt ein gescheites Auto. Warte mal, wahrscheinlich muss man hier erstmal auf B drücken. Ja. So, ich glaube, wenn du da nochmal auf B drückst, dann schlägt er dir ein passendes Fahrzeug vor. Hoffe ich mal. Aber ohne Gewehr. Wo bist du denn? Da hinten. Bei die drei Brücken. Ich komme. Ich schaffe. Und jetzt B drückst? Ja. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich bin so dumm. Doch, can do it. Automatisch bauen, so. Warte. Ich glaube, wir haben das gleich, oder? Los. Du musst raus, du bist wieder rausgefahren. Du wolltest einen Frühstart hinlegen. Das ist nicht so leicht. Willst du mich wieder, ich weiß genau, was du vorhast. Du willst mich hier wieder von der Strecke pieseln. Gar nicht. Ich will, dass wir Spaß haben. Guck. Du weißt doch, wie das läuft mit Rennspielen und mir. Das ist schon gelaufen. Ich hasse es einfach. Ich kann so kleine Autos nicht steuern. Ich brauche einen Düsenjet.
So, warte. Ich komme. Wait for me. Man muss aufpassen, man darf nicht zu schnell werden. Das ist das Problem, was ich mache. Hat man, verliert man die Kontrolle. Aber steuerst du auch mit der Maus, oder? Ne, mit der Maus nur die Kamera. Nur WSAD, oder? Ja. Weißt du noch irgendwas, was ich nicht weiß? WSAD. Oh, es ist so knapp gewesen. Was? Ja, die Brücke. Scheiße, ich bin schon wieder im Wasser. Aber da hat man es jetzt wirklich mal gesehen, Chat. Ihr habt genau gesehen, bei jedem anderen hätte es geklappt. Was haben wir hier? Guck mal, hier ist noch eins. Wieder Wettfliegen. Oh, wollen wir Wettfliegen machen? Oh ja, Wettfliegen ist auch gut. Warte, ich komm zu dir. Ja. Also hier lang. Dann muss man ja erstmal hier, nicht in die Startzone, so erstmal wieder das passende Fahrzeug. Oh ja, geil. Sieht doch nice aus. Wie bist du denn da hinten? Ach da. Bist du einfach hier durchgefahren oder was? Nö, ja, so, ja, so halt, so eine Art, genau. Au. Wie mache ich das? Ah ja, hier. Ja, Blöcke löschen? Nein, automatisch bauen. Komm ich hier vor, ey! Und jetzt? Jetzt noch mit Space. Ah. Oh, aber wo sehen wir denn die Strecke in der Luft? Weiß ich nicht, wird sich vielleicht gleich zeigen. Ich glaube, wir sind falsch rum. Du musst einmal drehen. Deswegen haben wir nichts gesehen. Sagst du mich? Na, ich war ja selber falsch rum. Ich habe mich schon gewundert, ist das nicht schlecht? Eine Startbahn direkt vor einem Berg? Ist das nicht schlecht? Ja, das ist Zeug? Gemein. Okay, warte. Hier. Oh, ich bin daneben. Nein! Oh Gott. Was ist das denn? Das ist ein Kunstflieger. Was jetzt, Achtung. Chill, chill, chill. So. Ja! Ich komme hier gar nicht mehr raus. Okay, ich bin aus dem Turnier geflogen. Aber wo? Du musst es alleine schaffen. Wo muss ich denn hin? Ich bin ausgeschieden. Ich glaube nicht, dass ich nochmal wiederkommen kann. Oh, Fels, Fels, da ist ein Felsbrock. Nein, Nils, wie dreht man? Ich bin aus dem Turnier entfernt worden. Wegen Unfähigkeit. Warte, kann ich nochmal neu? Darf ich nochmal neu starten? Weil du brauchst eh noch eine Weile. Oh, das war krass. Alter, hast du das gesehen? Nee, hast du den Checkpoint auch gemacht? Ich weiß doch nicht, wo die Strecke ist. Ich fliege hier einfach lang. Okay. Aber ich habe gerade mega... Hoffentlich lass mich noch mal mitspielen. Aber ich kann nicht, wie man... Ich glaube, ich kann dich noch einholen. Ist auch schon raus. Ach, Eddie ist auch schon raus? Ich kann einfach nicht lenken mit den Dingern. Was sind denn jetzt hier die Blaupausen? Es fehlt eine Taste einfach, Leute. Es fehlt einfach eine Taste. Wie kriege ich eine Kurve hin? Ich fahre jetzt das Rennen mit dem Fichtlech. In dem kenne ich mich aus. Ich kann einfach nicht lenken. Nicht so richtig. Richtig zur Seite und dann zieh hoch, schreibt der Chat. Wie? Jetzt hochziehen. Ja. Jetzt hat's Eddie raus, wie man Flieger fliegt. Okay, der Fichtner, ich hatte gerade einen Konstruktionsfehler. Ui! Oh, nein! Ich dachte, ich komme unten durch. Er fliegt noch. Mein Flügel brennt, aber ich lebe. Löschen wir Wasser. Wäre das hier schon Raw Power? Aber die Strecke habe ich immer noch nicht gefunden. Du bist ja auch schon raus. Achso.
Wurde es auch entfernt. Eyes on the Road. Wollen wir nochmal das hier machen? Das sieht doch schön aus. Oh, das ist eine Highspeed-Strecke. Wollen wir das hier mal machen? Ja, klar. Ja, das geht alles gelandet Fahrzeug. Durch. Okay. Oh, 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 ich lande wahrscheinlich direkt auf dir, oder? Pfump. So, okay, wieder zu Boden, ja? Ja. Das ist doch nicht mal losgegangen und ich bin schon kaputt. Ich war gerade auf. Das ist schon fast ein Talent, ey. Man muss wirklich nur gerade ausfahren. Aber ich kann okay, komm, nochmal bitte. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wo bist du? Es gibt eine Bestenliste. Tschüss. Was hast du gemacht? Einfach was super schnell. Warum machst du so ein... Easy. Warte. Das machen wir normal. Nee, ich will du nicht hast... mehr. Nie wieder. Habe ich einen Fehlstart gemacht? Oder nein, du kannst auf Space auf hast du einen Shift, Burst. Ne? Ey, das war ein Frühstart, Digga. Nee, überhaupt nicht. Ich habe einen Super Burst. Tschüss. Das war... Leute, das war doch... 9 Sekunden? Das war doch ein fucking... Das war ein Frühstart, Nils. Nee, ich glaube, ich bin in der besten Liste. Richtig gut. Und zwar... Komm. Platz 5547. Alter Schwede. Ich komm nicht vorbei. Sehr geil. Was gibt's noch? Sollen wir nochmal gucken, was es hier noch gibt? Also einmal noch. Okay, warte. Komm. Aber wieso bist du eigentlich genau in der Mitte? Ey, nee. Nee. Ey. Was? Was? Bin ich zu schnell für dich? Soll ich anhalten? Das ist so unfassbar. Oh, das ist noch eine neuere Bestzeit. Ah, da bist du auch. Wir müssen unter 9 Sekunden kommen. Ja, das ist kein Problem. Ohne Abdrängen. Bleib gerade. Oh! Ah, jetzt hast du Frühstart gemacht. Jetzt hatte ich Frühstart. Jetzt haben sie ihn. Endlich haben sie ihn erwischt. Wie geht's zurück? Achso, man muss jetzt zu Ende fahren. Ja, da musste ich ja alles riskieren. Oh, warte. Oh, ich komme nicht mehr. Hallo? Warte jetzt. Nur durch den Sand, dann mache ich mir die Räder kaputt. Wo bist du? An der Wand zerschellt. Wie komme ich denn jetzt zurück zum Race? Mach F und flieg rüber. F? Steig aus, komm zu mir geflogen, bau dir ein neues Auto. Das dauert ja voll lange, bis ich jetzt bei dir bin. Fliegen mit Leertaste. Das müsste irgendwie schneller gehen. Mit der du dich warpen kannst? Könnte gut sein. Ah ja, man kann das vielleicht auch einfach hier anklicken, das stimmt. Aha. Kannst du ja auch mal auf Tab aussuchen. Ja, man kann einfach, stimmt. Kanal, das sieht ganz gut aus. Okay. Also. Aber wir werden keinen Rekord leider schaffen, oder? Oh, besser auf jeden Fall. 908. Ja, du startest doch immer in der Mitte, ich an der Seite. Das ist ja unfair. Ja, also die Strecke ist ja gleich lang, egal wo du startest. Nee, weil du kannst ja einfach dann mich abdrängen von der Mitte, von beiden Seiten. Ich kann Seiten. Ja, pass auf, ich gehe ein Stück nach rechts. Aber warte. Da warst du zu schnell. Gibt's nicht.
ist jetzt zu schnell für den U-Turn hier. Okay, hier kann man gar nichts mehr machen. Aber man kann echt einfach auf Tab und dann kann man sich hier die verschiedenen... Guck mal, wir können mal Wasser, große Insel-Tour. Ja, bin ich dabei. Was ist das? Kann ganz rechts? Nee. Oben, genau. Ja, okay. Was ist jetzt schon wieder passiert? Huch. Okay. Was ist denn mit Boot starten? So. Ach so. Deshalb, ich gehe immer unter. Das ist ja auf dem Wasser, das macht tatsächlich Sinn. Jetzt habe ich es erst gerafft. Oh Gott. Ja, na toll. So, wo bist du? Hier. So, wo geht's jetzt hier nach weiter? Ja, da. Sie können ja auch die Kamera umschalten. Ach. Oh fuck. Gar kein Problem. Was machst du denn eigentlich? Was versuchst, welche Strömung versuchst du denn da hinten zu erreichen? Die Kamera gleichzeitig wieder. Es gibt. Ah, oh, so ist cool. Cockpit-Perspektive. Ja, aber wie soll man denn da einen einholen? Wenn der einmal vorne ist. Ja, durch fahrerisches Geschick. Aha. Wie beim Schach, wenn der Gegner keinen Fehler macht, dann hast du verloren. Ja, ich würde sagen, beim Schach hat man noch ein paar mehr Möglichkeiten. Aber hier ist, ich bin einfach auch ein sehr erfahrener Bootspilot. Ich bin ja auch, meine Eltern kommen aus Botswana. Ja, ich dachte aus Bozen. Auch nicht schlecht. Meter, das sind ja mal locker. Das ist ja auch ein ziemlich spannender Event. Sollen wir zu einem anderen gehen? Erst wenn ich gesiegt habe. Du hast schon gesiegt. Ja, aber erst wenn Ein einziger Kontrahent steigt aus. Oh, guck mal hier, die Grand Prix-Insel, Nils. Das wäre doch mal was. Ich bin jetzt im Ziel, ich will nur meine Punkte noch mitnehmen. Ja, ja. Gibt dann immer so. Hier, dann komm mal auf die Grand Prix-Insel. Das machen wir jetzt mal eine richtige Grand Prix. Und dann nehmen wir das vorgeschlagene Auto. Wie lang ist dieses Rennen? Das ist ja einfach... Inseltour. Ach, das heißt Inseltour, weil man einmal um die Insel rumfährt. Also wenn das jetzt nicht das Ziel ist, dann komme ich auch direkt... Zieh das nächste aus. Jetzt musst du noch diese karierte Flagge nochmal. Ja, okay, das ist in der Tat ein bisschen... Ja, ich komme jetzt so zu dir. Warte, wo bist du? Grand Prix-Strecke unten im Süden. Unten rechts. Die Insel, die große. Ach so, da. Grand Prix-Strecke. Ah ja. Mit dem Boot. Oh, warte. Ja, hier. Oh, ich habe so ein cooles Schneckenaufkleber bei mir. Wieso? Was machst du? Wo bleibst du? Achso, ich muss ja auf die Startaufstellung. Warum hast du abgebrochen? Du hast Fehlstart. Geht es los? Nee, warte doch! Wie, warte? Ja, du bist doch jetzt auf der Strecke. Was war denn das für diese Nummer? Ja, ich bin jetzt erst losgefahren. Ja, ist ja gut. Da komm ich wieder zurück. Ja, warte. Geh nochmal einfach über die Karte nochmal. So. Das ist aber auch ein bisschen komisch. Hä? So. Warte. Das ist ja das Lächerlichste. Das war keine Absicht. Tonya Harding all over again. Ey, was ist das denn? Ich bin Nancy Kerrigan. Das habe ich ja noch nie erlebt. Wo bist du denn? Ja, ich bin jetzt wieder da. Auch schon wieder früh losgehen. Das war ja wohl fair jetzt. Oh, die Wand! Nils, ich hasse dich so sehr! Wieso machst du nie Fehler, Mann?
Jesus fucking Christ, die gleiche Kurve, glaube ich. Nee. Oh, jetzt ist mein Auto kaputt. Oh, ich habe kein Auto mehr. Vorder rein will. Jetzt fehlt noch ein bisschen mehr. Oh, man fährt noch. Ich kann nicht mehr lenken. Was? Wie lang ist diese Strecke denn? Wieso hat denn der keine Handbremse? Denkt immer, das ist jetzt das Ziel und das ist immer noch nicht das Ziel. Das gibt's doch nicht. Hat er eine Handbremse oder nicht? Handbremse bei einem Formel-1-Auto? Ja, so schön um die Ecke sliden. Von einem Formel-1-Auto sliden? Ja, Formel-1-Auto, Digga! Ja, das ist doch so, das ist doch hier so ein Äquivalent. Kommt der mir jetzt hier mit Logik? Das wäre aber ganz geil, Formel-1-Autos mit Handbremse, wenn die so sliden könnten. Das würde das noch ein bisschen cooler machen, oder? Musst du ein bisschen öfters die Reifen wechseln. Noch mehr. Cool. Glückwunsch, Glückwunsch. Unter 2 Minuten ist, glaube ich, absoluter Rekord in der Welt. ja, ich glaube, Andy tippt man für mich. Komm, ich bin gleich da. Ah, ich sehe dich. Ich sehe, wo du bist. Ich kann dich auf der Karte verfolgen. Jetzt kommt eine Linkskurve. 42 links. 42 links. Jetzt kommt gleich eine Jetzt kommt gleich eine sehr, sehr scharfe Rechtskurve. Also nicht zu schnell in die Kurve, sehr scharfe rechts. Ja. Jetzt da bin kleine ich. Rechts und dann war's. Habe ich das. Gewonnen? Ja. Startplatz, zweiter Platz. Bin ich zufrieden mit. Wollen wir mal gucken, was es hier noch gibt auf der Insel? Wir könnten so ein U-Boot-Rennen machen, Unterwasserrennen. Oh, Unterwasserrennen klingt auch ja, gut. Ja, das ist quasi ein bisschen im Norden, Nordwesten. Unterwasserrennen. Zwischen den Inseln. Dann müssen wir ja nach Süden. Jetzt war ja nach Osten. Ja, genau. Hä, beim Auto? Ach so, nee, Quatsch. Ist ja auch Unterwasserfahren, geht natürlich auch. Okay, das ist sehr komplex. Das ist immer ein komisches. Okay. Oh, ich tauche automatisch. Oh! Was ist denn jetzt? Wie kommst du hier runter? 44 Teile. Q und E gibt es auch noch als Bedienung. Ich meine, wie ich hier runterkomme wieder. Drück mal Q, drück mal E, drück mal. Treibst du auch nach oben? Ja. Ich weiß auch nicht warum. Man muss ja wahrscheinlich, gibt es ja Düsen. Warte, und je nachdem, wo ich hingucke, jetzt wenn ich nach oben gucke, müsste ich runterkommen. Ja, so ist es, okay. Okay, kommst du klar? Noch nicht. Wie bist du runtergekommen? Also du hast ja Düsen. Und du musst erstmal dein Fahrzeug in die Richtung gucken lassen, die du willst. Also in dem Fall, jetzt willst du wieder nach unten. Und dann drückst du Space. Nee. Dreh mal dein Fahrzeug mit der Nase nach unten. Ja, wie? Mit WASD. Die Nase einmal absenkst und dann erst drückst du. Lass mal den Vortrieb los. Space loslassen. Jetzt versuch mal die Nase nach unten zu drücken. So, ich drücke nach unten. Mehr geht nicht. Warte, ich komm nochmal an die Oberfläche. Komm mal zu dir. So, guck mal. Bei mir geht das. Bei mir geht das nicht. Wenn ich W drücke, taucht er ab. Bei mir nicht. Warte mal. Macht bei dir Q und E irgendwas? Jetzt geht's. Ich hab neu gebaut, jetzt geht's. Ach so, es war kaputt. Okay. Warte, dann. Wie muss man denn jetzt? Oh, die Frage ist, in welche Richtung geht das jetzt, ne? Wahrscheinlich dann in die andere Richtung, weil hier ist ja schon nochmal neu spawnen. Hier ist die Tafel, die Anzeigetafel wird ja, müssen wir hier anfangen, schätze ich mal. So. In welche Richtung? Ach, so, hier. Die, ja. Kannst du ja nochmal neu hinwarpen, dann bist du ja automatisch richtig ausgerichtet. Ja, ich weiß. Aber ist ja viel geiler, wenn man das... Okay. In den Tunnel rein als erstes, oder? Aber da hast du schon angefangen?
Nee, aber als der Zoom da war, hat er auf den Tunnel gezeigt. Wieso startet's denn nicht? Doch, jetzt. Ey, wieso passiert mir immer dummer Scheiß beim Start von jedem Rennen? Ich bin auch komplett in die falsche Richtung gefahren, falls es dich irgendwie freut. Zist. Du hast, glaube ich, sogar den besseren Start, so bescheuert das klingt. Ich bin hinter dir, Junge. Fuck, von welcher Seite muss ich denn da jetzt rein? Von hier. Hauptsache berühren? Wahrscheinlich, ne? Hauptsache berühren, der zärtliche Podcast. Aber wie fährt man denn einfach nur gerade, Alter? Ja, man muss sich ein bisschen ausrichten. Das ist eine sinusförmige Fortbewegung hier. Ja, ein bisschen stabilisieren, immer so ein bisschen hin und her. Ey Leute, wenn ihr jetzt hier die Sendung guckt, ne? Also die Show, also das Spiel, also ihr wisst schon, was ich meine, den Stream. Ich bin in echt wirklich ein guter Autofahrer. Ich weiß, es sieht so aus, als ob ich jedes Fahrzeug, was sich irgendwie bewegt, innerhalb von 5 Sekunden schrotte, aber in echt ist das nicht so. Hier ist eine... Ich immer sehr laut, wenn er die im Auto sitzt. Ich weiß auch nicht, warum es hiermit nicht klappt. Das Wo bist du eigentlich? Wo bist du eigentlich? Digga, ich kann hier nur Sinuskurven fahren. Wieso? Weiß ich nicht. Er lag am Robot. Versuch mal. Also immer nur. Du, stell dir vor, das ist eine Pistole und du zielst mit der Front einfach dahin, wo du hin willst. Hä? Wohin? Er kann ja nicht still bleiben. Wenn ich nichts mache, bewegt er sich. Guck mal, ich mach nichts. Seht ihr das? Ich seh das leider nicht. Aber ich kann nicht den gerade halten in der... So, jetzt. Sobald ich Space drücke, geht er wieder hoch. Dann muss ich wieder runter drücken. Ja, genau. Dann musst du halt stetig navigieren, sozusagen. Unter 2 Minuten war das Ziel. Blub, 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 blub. Aber das ist ja echt interessant, wie der das auch gebaut hat. Ist deins auch so langsam? Ja, ich bin schon im Ziel, aber schnell ist das Ding nicht. Ja, vielleicht gibt es ja im Steam Workshop noch ein paar coole Entwürfe für U-Boote. Mm. Stimmt. Oder andere tolle Dinge noch. Wir haben auf jeden Fall noch eine auch schnellere Boote, schätze ich mal. Kanal? Klingt auch nicht schlecht, hatten wir das schon? Nee. Und auch die drei Brücken ist so ein Mud Racer, glaube ich. Aber schon abgefahren. Also es ist natürlich mit eigenen Kreationen dann auch noch mal ein bisschen herausfordernder. Ja. Das macht natürlich Bock, das ist das Geilste, wenn du... Kann ich den nochmal probieren? Bin da gerade mal bei Kanal. Achso, das ist auch wieder U-Boot. Nee, achso, warte, was haben wir hier? Oh, geil. Also so eine Art Hoverboard hier. So eine Libelle, das ist ein Wasserläufer. Okay, ich habe das langsamste. Ich habe noch langsameres gefunden. Im Workshop. Langsameres U-Boot? Und ich habe hier noch was Lustiges. Willst du kommen? Ja, ich bin unterwegs. Es dauert noch einen Tag. So. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Spaß macht. Okay, man ist so ein bisschen hovert über dem Wasser. Das ist ein Hoverboard. Oh, nicht schlecht. Brum, 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 brum. Nee, das bringt nichts mit dem. Ui, ui. Oh no, oh no, oh no, oh no. Oh, das war knapp. Ich brauch's besser. Scheiße, jetzt. Ganz lustig. Erinnert mich ein bisschen an Diddy Kong Racing früher. Konnte man auch mit einem Hoverboard. Das war ganz schön schwierig, teilweise. Bist du da? Wo? Im Ziel? Nein. Deinem U-Boot? Und jetzt? Jetzt komme ich mit dem U-Boot nicht runter unter Wasser.
Ja, was kann ich mir jetzt kaufen damit? Mit dem Geld? Gibt ja so Sachen, die muss man kaufen. Hier zum Beispiel. Genau. Wie viel Geld habe ich denn? Wie gesagt, 3000 Mark. Wo bist du? Bei der Libelle da auf der Karte ist das ganz links, ganz im Westen. Kanal. Melvins Insel? Nee. Kanal. Ganz, ja, über Melvins Insel, dieses komische Gefährt. Da liegt er. Geflatscht wie so eine Flunder. Aber das ist ein schönes U-Boot. Was ist das jetzt? Das fliegt, das ist, ach, das ist so ein... Ja, das ist so ein Hover-Ding. Also ist auch jetzt nicht spektakulär, ich bin jetzt einmal schon gefahren, aber... Ich drifte ab. Hilfe, ich drifte ab, ich kann nichts mehr machen. Hilfe, ich kann nichts mehr machen, ich komme nicht zurück. Warte. Oh, warte. Oh, fuck. Hilfe. Oh, du miese Bazille. Du hast mich weggerammt. Ein Fahrzeug hat jetzt eine leichte Schlagseite. Oh. Oh, fuck, das wird schwierig werden. Oh. Komm, 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 komm! Jetzt! Was, was willst du? Oh, oh, ein bisschen Angst. Ich glaube, mein Fahrzeug ist, glaube ich, beschädigt. Johnny, wir haben Schaden an der... Was ist jetzt schon wieder passiert? Es ist doch gar nichts passiert! Ich war doch gut dabei! Mein Fahrzeug war von Anfang an kaputt durch den, Ja, wenn das Hoverboard übrigens einmal untergeht, ist vorbei. Ja. Ja, wir haben am Anfang direkt einen Crash gehabt und haben uns, glaube ich, da wirklich auch beide beschädigt. Es ist leider, wie es ist. Da müssen wir niemand anderem die Schuld geben, außer... jemand anderem. Ich bin nochmal an der... Willst du das nochmal oder was anderes? Nö, nee, was anderes. Warte, hier ist nochmal Wettfliegen. Das können wir nochmal machen. Wo denn? Das ist... Ich hab's. Was? Was hab ich denn jetzt? Moment, wieso gibt es denn hier keinen Bauplan? Ja. Das habe ich mich auch gefragt. Ach, warte mal, ist das dasselbe? Nee. Ich glaube, wir müssen zur Startzone, kann das sein? Nee, eigentlich reicht es, wenn du... eigentlich wirst du ja... Wir sind ja eigentlich richtig. Hä? Was soll das denn? Jetzt will er irgendwie nicht mehr. Jetzt bietet er uns nichts an. Nee. Komisch. Ah, du kannst aber einfach auf Anleitung klicken oben, dann geht's. Okay. Ich raff die Steuerung nicht. Nils. Oh, Jesus Christ. Nils? Nils? Nils, der hört mich nicht mehr. Nikola? Ist auch gerade aus dem Discord rausgeflogen. Ich schau mal. Ich weiß nicht, wie man mit einem... Guck mal, wenn ich nach links drücke, dann dreht er sich halt um die eigene Achse. Ja. Also wieder. Nils? Ja, noch nicht ganz.
Mann. Jetzt kommt mal wieder Probleme. Oh mein Gott! Ist die Strecke schon vorbei? Selbst wenn er einen Disconnect hat und nicht dabei ist, schaffe ich es nicht, als erster ins Ziel zu kommen. Das gibt's doch gar nicht. Gut, dann rufen wir uns mal auf deinen Server. Na, sieht auch schlecht aus. Ich will doch einfach nur, dass der mal so sich dreht. Das muss doch irgendwie gehen. Der dreht sich immer so, aber ich will, dass der dich so dreht. Versteht ihr, Leute? Also, wenn das das Flugzeug ist. Das ist das Flugzeug, diese Karte. So, und ich will, dass der sich so dreht und nicht so. Versteht ihr? So. Ja. Und nicht so. Okay. Gieren heißt es hier. Querruder. Ja. Das muss doch irgendwie gehen. Das kann nicht sein, dass ein Flugzeug sich immer... Ja, wahrscheinlich schon. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel übers Fliegen. Du neigst dich erst und dann ziehst du den Flieger rum. Oder so. So ist es zumindest in GTA und Co. Daher kann ich fliegen. Okay, ich glaube, Nils macht gerade so eine Abmod. Mach ich jetzt auch dann. Ich will hier nochmal einmal ins Menü gucken. Also ihr seht schon, das Spiel bietet auf jeden Fall eine Menge Fun of Fun. Und es gibt, wie gesagt, dann noch die... Das ist jetzt alles Sandbox gewesen. Wenn man nämlich Singleplayer spielt, dann spielt man halt diese Kampagne und muss die ganzen Teile, und hier sieht man das, wenn man Sandbox geht, da gibt es nämlich so, das meinte ich eigentlich vorhin, es gibt so viele ja, unterschiedliche Sachen. Oh, was ist denn hier, Weltraumsekt? Ja, das habe ich auch vorgeschlagen, dass wir mal im Weltraum rumdüsen, das macht mir auch Spaß. Friedliches. Mit Piraten und Asteroiden und. Ich glaube, das ist schon DLC jetzt, oder? Das sind alles DLC, ja. So, warte mal. Nee, das ist falsch. Da ist er doch, ich höre doch. Wild Nils, das ja. Appeared. Okay. Hallo. Nee, ne? Hallo, ja. Hörst du uns? Nö. Ist echt okay. Schade. Echt schade. Ihr seid irgendwie noch. Warte, ich versuch mal, ob ich euch noch bei mir auf den anderen Rechner hinkriege. So, wo sind wir denn? Gut. Discord. Eigenes Raumschiff bauen? Immer noch nicht. Oder? Soll ich mal gucken? Test, Test, Test. Hört man uns? Nee, ich höre euch leider nur über den Lautsprecher, die Leute hören euch nicht. Ich habe jetzt hier eh Singleplayer gerade mal gestartet, nochmal um reinzukommen in so eine Space-Mission. Was war das denn? Was machst du? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur geschaut, was du da machst. Ja, man hört euch nicht. Ja, genau, deswegen wollte ich gucken, ich bin aber bei Eddie zu hören. Aber... Ja, man hört dich. Jetzt bin ich bei Eddie zu hören, ne? Ja, weil ich habe mir jetzt hier so ein anderes Headset. Ja, ja, genau. Wie sieht's eigentlich aus, so zeitmäßig bei euch? Ja, jetzt ist hier gleich Schluss. Ich habe nur einmal nochmal Singleplayer so eine Space-Mission gestartet, um mal zu zeigen, dass es halt auch ein richtiges Spiel gibt, sozusagen. Also nicht nur Sandbox-Modus. Mhm. Oh, das ist sogar Space-Sandbox-Modus, oder? Nee. Ja, das ist Sandbox. Bei Kampagne oder wo bist du? Nee, bei Sandbox. Ja, Singleplayer und dann. Also wenn du da. Spieler ist Sandbox, genau. Ah, Sandbox und dann Weltraumsektor oder was? Genau. Ja. Hochseegeil. Ja, da, genau. Kann man auch mit Piraten, kann man auch noch Schiffe bauen. Piratenschiffe. Ja, es ist schon echt geil.
Ist aber eher sandboxig. Also es gibt noch zwar eine Kampagne, aber die ist nicht so umfangreich. Aber dafür gibt es eine richtig riesige, gigantische Sandbox. Kann sehr viel Spaß haben. Auch Multiplayer ist super toll. Naja, guck mal, das ist Quantenruder. So, jetzt gehe ich ins All. Das ist hier hinten eingebaut. Nein, guck, jetzt komm ich nicht um die Ecke. Ah! Boah, das war knapp. Gucken wir uns das auch nochmal an. Und ich bin im Weltraum. Hallo, muss ich mit ihm reden? Hi. Hallo. Captain Speck. Ja, das ist Captain, ja, hallo. Hallo, Captain. Ich bin es. Okay. Kann ich da jetzt auf diesen Planeten? Sehr lustig. Ach, jetzt geht's. Okay, du brauchst erlebe es selbst, okay. Geht's zum Hangar? Yes! Ja! Yeah. Ah, das ist ja angenehm. Da seid ihr ja wieder! Ja, ich hab's gefixt. Wie? Warum? Was hast du gemacht? Ich hab Chrome geschlossen. What? Ja. Ich raff überhaupt nicht. Du hast Chrome geschlossen? Chrome geschlossen und jetzt geht alles. Hat irgendwelche Bots blockiert. Das ist ja so weird. Wie fliegt man denn Kurven? Du drehst dich erst unter der eigenen Achse und dann... Quantum Guck mal, Brother. Ja. Ich will doch auf diesen Planeten zufliegen. Genau, lass mal da unten, ja. Bisschen drehen, genau, so wie in No Man's Sky. Genau, perfekt. Aber komme ich überhaupt näher? Ist halt sehr weit weg. Woher willst du das denn wissen? Vielleicht ist es auch nur... Okay. Nee, da kann man hin. Ja, meinst du? Ja, nee, das ging jetzt auch mal los. Jetzt bring ich wieder weg. Hast du dieses Standardraumschiff auch gebaut? Ja. Da gibt es bestimmt auch einen Sternzerstörer oder TIE Fighter. Der sieht dem Fichten echt nicht unähnlich. Naja, ein paar Nummern kleiner. Ja, nice. Ah, dieses Ruder. Aber das war ich, guck mal, der dreht sich nur um seine eigene Achse. Wie soll ich da hinkommen? Wie komme ich jetzt nach rechts? Ich fliege einfach an ihm vorbei. Und wenn ich nach links und nach rechts drehe, fliege ich an ihm vorbei und drehe mich um mich selbst. Nee, du kannst. Ja, du musst ja noch. Wenn du. Pass auf, du fliegst geradeaus und wo willst du nach rechts biegen? Ja. Dann mach mal rechts, also S und D zusammen. The fuck? Das hat aus irgendeinem Grund funktioniert. Zum Mute der Stadt. Und wo soll ich denn jetzt überhaupt hinfliegen? Dein Ziel? Ja, auf diesem Planeten da. Diese Wüste. Und bei mir gibt es so eine Wüste, da lande ich jetzt. Aber warte mal, ist das so, hat das so eine Stinke-Aura um sich rum? Ja. Ah, okay. Dann hab ich's jetzt auch gesehen. Dune heißt der tatsächlich. Eigentlich müsste man ja im Weltraum, wenn man beschleunigt, stetig schneller werden. Ja. Außer du fliegst gegen Asteroiden, dann nicht. Ja, ja, aber ein Raumschiff hat doch eigentlich in dem Sinne keine Höchstgeschwindigkeit im Weltall. Das ist richtig. Weil, wenn du einfach stetig beschleunigst, wirst du eigentlich immer schneller, oder nicht? Ja. Ich weiß nicht. Das heißt, wenn du irgendwann keinen. Ja, aber solange dein Vortrieb größer ist als die Partikel, die dich abbremsen, durch die du fliegst vielleicht, wenn der Weltraum welche aufweist. Aber es ist nicht normalerweise so, wenn du jetzt quasi, nehmen wir an, du fliegst, du beschleunigst, wirst immer schneller, dann hast du keinen Treibstoff mehr und dann hältst du ja eigentlich die Geschwindigkeit, die du zuletzt hattest halt. Genau. Das heißt, dass mein Raumschiff hier im Weltall nicht schneller wird als 400 km/h, ist ja eigentlich physikalisch. Das ist, glaube ich, der Game-Engine. Ja, aber wird es dann... Immer, du kannst ja nicht immer schneller werden. Im Weltall doch, bis zur Lichtgeschwindigkeit. Nein. Du kannst ja nicht einfach mit 100 starten und dann irgendwann Lichtgeschwindigkeit. Nö, aber wenn du... Du stellst ja nichts ab. Du beschleunigst ja einfach nur. Dann bräuchte man ja gar keinen besonderen Antrieb mehr, um das zu erreichen. Doch, das geht ja um die Zeit. Du hast ja halt einfach nicht... Wenn du jetzt 1 Million Jahre fliegst... Also, Chat korrigiert uns bestimmt gleich. Kommt gleich die Astrophysiker.
Es geht ja um die Beschleunigung, also wenn du schnell beschleunigst. Ja, aber du wirst ja nicht schneller, nur weil du keinen Widerstand hast. Oder? Also du fliegst ja dann mit der gleichen, wenn du jetzt mit 100 Kilometern auf 100 Kilometer beschleunigst, dann fliegst du doch mit 100 Kilometern durchs All, und zwar für alle Ewigkeit, 100 Kilometer. Oder? Also du hast beschleunigst noch mit Treibstoff. So, wenn du keinen Treibstoff verwendest, also nicht beschleunigst, dann fliegst du mit derselben Geschwindigkeit die ganze Zeit voran, ja. Genau. Also du beschleunigst nur, wenn du auch Treibstoff verwendest. Das meine ich. Und dann wird, aber... So grob stimmt das, solange man beschleunigt, wird man erstmal immer schneller. Siehst du, das meine ich doch, weil du wirst ja im Weltall, nehmen wir an, du hast im Weltall erstmal 100 km/h, nehmen wir an, du fliegst 100 km/h im Weltall und du hast keinen, du gehst mit deinem Fuß vom Gaspedal, sozusagen mit deinem Weltraumauto, dann bleibt die Geschwindigkeit ja gleich, du bremst nicht mehr ab. Auf der Erde würdest du aufgrund des Luftwiderstands und aufgrund der Erdanziehungskraft würdest du abbremsen, aber im Weltall, wenn da halt keine Kräfte wirken, dann bleibst du ja konstant bei der Geschwindigkeit, auch wenn du nicht mehr das Gaspedal durchdrückst. Aber in dem Moment, wo du dann das Gaspedal wieder durchdrückst, muss sich ja deine Geschwindigkeit sich ja erhöhen. Das heißt, es ist... Oder? Ich glaube schon. Ich glaube, so war es. Ja. Gibt es so eine Formel dafür, wie man Geschwindigkeit ausrechnet? Ja. Ist so gut. Ich bin jetzt hier in einem Raumschiff. Was mache ich denn jetzt hier? Ich bin Propellerflieger. In so einem Gerippe von einem alten Raumschiff. Was war die Mission? Ich habe gar nicht richtig zugehört. Schau mal, was es für coole Spaceships gibt. Also wie eine Kartoffel sieht es aus. Ja, es gibt einen TIE Fighter, sehr gut. Und einen X-Wing. Ja, versucht immer zu fliegen, den TIE Fighter. Viel Spaß. Ich brauche mir jetzt einen TIE Fighter. Wo ist der? Wird schon funktionieren. Wo hast du bei Werkstatt? Und bei Blaupausen, wo hast du den her? Genau, unten bei auf dem Symbol. Und dann habe ich als Tag habe ich Space genommen. Also ganz natürlich einfach suchen. Das geht natürlich auch. Okay. Ich guck mal, was es hier noch gibt. Es gibt nämlich noch Seeschlacht. Das ist auch immer nicht original. Nee, der darunter, genau. Das ist, also ja. Nee, Hochsee. Airborne gibt's. Es gibt noch ein paar andere. TIE Commander gibt's. Oh, hier, ich will lieber einen X-Wing fliegen. Ja, oh, das ist auch cool. Jetzt hat die Frage, wie gut fliegt er sich? Muss ich ihn jetzt erstmal abonnieren? Ja, genau, runterladen und dann. Dauert's ein bisschen. Ja, und dann einfach. Aber. Mal auswählen. Einfach kannst du wieder zumachen, oben rechts. Ich muss dann eigentlich den TIE Fighter. Den Dings nochmal runter hier, wie heißt es? Dear colleague, you have arrived at your destination. Den fichten euch nochmal. Ja, oder nicht? Eigentlich schon. Please collect the remains and return them to the four delivery stations. Oh, geil. Each has a color. Also, blue, please beware of the strong wind and waves in the area. Jetzt. Kannst du nicht ausklappen, die Flügel? Also, kannst schießen. Oh, cool. Warte, jetzt erstmal in die Luft. Erstmal nach oben. Jetzt. Der? So. Das sieht aus, als ob der kackt, während er läuft. Left Shift gibt noch was. Das ist ja geil. T-Q-E-Z. Und, ja, die Maustaste. Kann ich jetzt... Macht Shift für irgendwas? Shift ist doch wahrscheinlich schneller fliegen, oder? Was macht T? Ey, was ist das denn? Hallo? Fahren wir gerade jetzt. So. Jetzt. Schon geil. Allein die Sounds, ne? Klingt schon ein bisschen original. Gedreht. Oh, bin ich ein Meisterpilot. Hast du gesehen, Nikola? Wie machst du das? Das ist ja der Wahnsinn. How does he do it? It's unbelievable. Ja, das ist schon lustig. So, ich lande jetzt. Ich vermisse meinen Fichten, ehrlich. Und du kannst warpen auf die einzelnen Planeten. Das ist ja gut. Drehen. Und jetzt landen wir mal ganz, ganz langsam. Vortrieb nach unten. Aha. Landeanflug. Nicht zu schnell runterkommen, nicht zu schnell, Luke! Okay, Obi-Wan, alles klar. Ich reduziere die Geschwindigkeit. Vorsichtig!
Glolidenbäume. Keine Sorge, Oliver. Alles im Blick. Die Druidenbäume? Kleoliden. Kennst du nicht die Kleolidenbäume? Ich denke, du bist ein Star Wars Nerd. Ich habe die Druidenbäume verstanden. Natürlich kenne ich die Kleoidenbäume. Kleoliden. Die Kleoliden, wir sagen Kleoliden. Auf welchem Planeten wachsen die? Watangu 3. Nein, nicht auf Watangu 3. Natürlich. Nein. Sondern? Klendatu. Nein, das ist Quatsch. So, jetzt bitte. Hilfe! Oh! So, da hinten ist doch so ein. Basis, da muss ich doch hin. So, hier gehe ich jetzt in diese Raumkapsel. Oh, das ist Pinguin. Hi. Hallo. Unterwassergefühle, ja, stimmt. Du hast recht. Okay. So, ich mache jetzt Schluss. Mit mir? Nein, mit dem Spiel. Kein Sitz frei, schade. Ihr seht übrigens hier, wenn ihr auf reinglitschen. Hauptmenü geht. Oh. Und hier auf DLC. Wollen wir noch ein gemeinsames Fazit ziehen? Ja, warte, hier, das Ganze, hier seht ihr die ganzen DLCs, die es gibt. Space Voyager Pack, Airborne, Motorhead, Rescue Pack, Skin Pack, Decals, Expression Pack, Space Voyager Pack, also das hatten wir eben schon. High Seas Action Pack. Oh. Also es gibt echt viel. Das ist halt ein riesengroßer Sandkasten halt, dieses Spiel. Mit einer mit einem Schwerpunkt auf Fortbewegungsmittel. Ist nicht so sehr Festung bauen, sondern eher. Ja. Aber ich finde das halt wirklich so, hat komplett Erinnerungen Flashs zu Lego-Technik. Also man kann hier wirklich alles Mögliche bauen, hat alle Bauteile zur Verfügung und kann einfach rumprobieren, man kann Sachen nachbauen. Wir sehen ja hier auch gerade, ich weiß nicht, ob du das auch siehst im Menü, hier zum Beispiel die Flying Lamp aus One Piece, super geil nachgebaut. Ein X-Wing haben wir gerade gesehen. Einfach dieses Basteln, jetzt hier so ein Oktopus. Ich sehe einen Space Shuttle. Ja, ey, man kann echt viel machen und das Geile ist Multiplayer halt, ne? Du kannst halt mit Leuten zusammen irgendwie, es ist schon sehr lustig, wenn man da seine eigenen, hier ist ein X-Wing, seine eigenen Kreationen. Ich glaube, das ist natürlich ist geil, so einen Workshop zu haben, wo man sich alles Mögliche runterladen kann, aber richtig erhabenes Gefühl hat man, so wie Nils vorhin, wenn man sein eigenes Flugzeug baut und dann damit zum ersten Mal in die Luft steigt. Aber hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, das, obwohl das Spiel schon 5 Jahre alt ist, aber wird immer noch sehr viel gespielt und supported von den Entwicklern, denn es gibt auch immer wieder neue, wie gesagt, DLCs. Ja, war echt schön. Und es gibt eine große Community mit vielen Sachen und auf Discord kann man da sich auch Hilfe holen und auf einen Server gehen, vielleicht mit jemandem, der das schon viel gespielt hat und richtig gut darin ist. Ja, an der Stelle nochmal herzlichen Dank an Flashbyte, das ist der Publisher. Und ihr findet entweder bei mir oder bei Eddie natürlich auch über den Command Ausrufezeichen Trailmakers oder über die Twitch-Seite alle Infos, die ihr braucht zu diesem Spiel. Das war's von uns, oder? So sieht's aus. Checkt es ab. Hier ist die Shop-Seite auch nochmal. Könnt ihr alle Infos kriegen zu Trailmakers. Kleines, schönes Indie-Spielchen, Open World. Rätsel bauen. Was will man mehr? Was will man mehr? Macht's gut. Tschüss. Tschüss und auf Wiedersehen.